Was bin drin, Ivan? Marco? Das zeigt mir noch nicht an. Okay. Sie kriegen den Kinderschein der Laut schon wieder vom Daniel. Ich dachte für einen Moment, das wäre Roman. Gib zu, du stehst drauf, Alex. Ja, genau. Ich krieg voll die Gänsehaut, damit es so grindig einfach klingt, bist du deppert. Oh Ja. Mann, du bist echt Nein, eklig, go. Mann. Das ist echt grauslich. Den Daniel gerade zu Hause vom PC, wie er sich Sind mit Erdnussbutter das sind Zahlen, oder? Aha. Kannst du mal annehmen, was das Zahlen sind? Hol mal die Zange. Oh! Fertig. Und Sag sie dem Gärtner. Da kommt der Gärtner. Und er schneidet dir die Hecke in Form einer großen Schnecke. Na Jetzt dann. habe ich kein. What the fuck? Ja? Hast du auch abgespeichert? Okay, ich hab's jetzt abgerufen. Du bist sich sauer, ich hab's nicht. Ah, okay. Was jetzt Bin mit dir, cool. Alex? Was hast du gesagt? What Nein, the passt fuck? schon, passt schon, passt schon, passt schon. Ich wollte auch eine 6-Hour, aber. Ah, Ich okay, jetzt habe. funktioniert das auch mit Movement, Oh, okay. jetzt schaut schon besser aus. Jetzt funktioniert was bei ihm. Jetzt funktioniert was bei ihm, jetzt schaut's besser aus, aber Ja, das klingt so falsch. er hat kein Hart, er hat noch nichts gesagt. Ja, das hat es natürlich nicht da. Das What ist the echt. fuck, Alter, ich erschieß dich! Ich hab grad einen Fehler gemacht, Was? Marco. Jetzt haben wir P226 Magazine noch einstecken, aber ist ja wurscht, wir haben noch ein, trotzdem eins für unsere. Also, das passt. Musst du viel Lob drücken. Gut. Probieren wir es trotzdem. Nehmen wir uns STGs. Nein. Das ist sowas von für den Hugo, oder? Kacke. Nicht zaubern. Das ist ziemlich beschissen. Ich hab mich umgezogen, leider. Ah ja, jetzt hab ich ganz vergessen. Umzikado. Soll ich ziehen? Ah, die Bandages in den ganzen Schrott haben uns noch rüber, gell? Wo waren die Bandages drin? In unserem normalen Gewand. Oh shit. Er hat automatisch das Zeug in die neue Klamotte reingezogen. Ah, okay, nice. Und dann? Und dann ist er gut. Alter, dann Waffenschein dafür. Der Mann. Was meinst du? Was meinst du? Erzähl's mir. Weißt du, was mir gerade gesagt hat, Das Alex? geht nicht, oder? Hm? So einen Rüssel hat wie Marco braucht. Liegt's vielleicht an den Ranks? Das nicht, oder? Na. Bullshit. Weil ich bin immer auf dem Slot vom Competitor drin. Aber die Frage ist ja, Das okay, ob. passt schon. Nein, nein, du hast den höheren Rank auch. Du hast ja keinen normalen. Wo bist denn du überhaupt gerade eben? Nein, nein, aber Jimbo ist im Slot vom Range Master und du Na, vom. Range Master ist einfach nur das Outfit. Okay. Das nennt sich nur so. Naja, aber wir hatten alle dasselbe Outfit Das hab ich, dann ja, das habe immer. ich gemacht, halt, das ein bisschen unterschiedlich ist, aber du hast diesmal den niedrigsten Rank, das bist du auch koppeln, also. Jimbo, du bist noch im blauen Uniform. Ja. Ich weiß, ich kann die anderen noch nicht aufheben, weil ich sie nicht sehe dort. Ziehst du jetzt mal raus? Oder die Bandages und so zieht das alles in den Belt unten und. Zieh die aus, Jack. Siehst du schon davor aus, dann kannst du besser drauf Ich zugucken. aus, kleine Maus, mach dich nackig. Aber Naja, gehe geh ich. mal auf Zeit, Mann. Sorry. Urnice, dass er uns die Waffen im Holster anzeigt unten. Scheiße, ich wollte uns auch 6 Hours geben. Hab mich gerade vertan. Das ist noch von bevor es in 3D war, habe ich ja reinschreiben müssen, Commands. Und wir haben das überschrieben. Bitte. Ich kann das Auto nicht anziehen. Müsst ihr nicht mit mittlerer Maustaste warten, Ja, bis es zum rüberziehen. Nein, es wird rot. Ich sage ja, es ist. Rechtsklick drauf. Gar nichts geht damit. Warte, ich ziehe Jetzt, mein. okay, what the Sie, fuck, okay. dann spackt Okay, das einfach passt. nur. Da liegt ein Mac am Boden. Was für eins? Ah ja, das habe ich aber gelegt. Das ist Okay, dieses passt, P passt. irgendwas. Ja, 6 Hour, das hat, die hat der Jack, die Bufen. Die lege ich auch ab.
können sich gern einstecken. Ich habe schon drei davon einstecken müssen. Passt, okay, gut. Alles klar. Es hat viele. Na dann probieren wir es wieder. Wie gewohnt. Ich duck mich gleich hier am Stein und schau mal, wer da überhaupt auf der Party steht. Das sind jetzt Police Officer und die haben jetzt den PS, gell? Ich sehe zwei Typen auf dem. Oh! Sie haben uns schon. Gehen wir schon mal haben sie uns echt? Nein. Okay. Zwei Typen sehe ich. Gehen wir gleich runter. Na, wir können sie eigentlich von hier finishen. Ja. Aber wir haben die MP. Die geht nicht so weit, vergesst nein, es nicht. Nein, SDG, was laust. Ja, die MP-Version mit 9mm von der SDG. Ja, das passt schon, oder? Ich wollte gerade sagen, der Typ ist doppelt so groß wie der Kreis, also der ist nicht weit entfernt. Achso, okay, na dann, probieren wir es halt eben. Den rechten kann ich ausknipsen, der außerhalb von der Mauer. Von der hinteren, okay. 3, 2, 1. Boah, die ist gezogen, bis zu deppert. Passt, einer down außen. Nein, da steht wieder auf. Hinterer ist down, beide und vorderer auch. Beide down, nice, gut. Der vordere lebt noch, der rechts down gegangen ist. Nein, sind beide down. Sind der liegt so komisch. Na, der liegt so komisch. Sind beide down. Okay, nein, okay, die sind okay. Down. Ich schaue mich gerade an. Okay, wisst ihr was, rennen wir da von außen? Weil es müssen ja die drei sein. Dann können wir den anderen schön erwischen von da. Bin in dir. Hast du gemerkt, die ist da mit der MP wie die ballert? Weg, 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 weg! Hört sich an wie so ein Erbsenschießer, gell? Ein Erbsenschießer? Mhm, Erbsenschießer. Mhm, schaut euch das an, jetzt haben sie Police, korrupte Police Officer Outfits. Nice. Was hat der Lümmel? Druck. Ja, auch nur die normale Puffen. Na, ich hab nur geschaut wegen der. Ich schau nach vorne, nicht dass da einer auftaucht. Ja, da müsste ihm der eine noch sein. Schau mal um die Wand. Ah, er, da ist er. Ich kann ihn ausschalten. Mach. Warte. Lehn dich um die Wand. Ja, ich lehn mich hier. Warte. Reinzoomen. Ich hab ihn, ich seh ihn. Geht schon. Passt. Ich wollte gerade sagen, der war schnell weg. Go. Das haben wir uns nicht gesehen. Passt. Ich hör nur drei? Ja. Ach, langsam, Leute. Das GPS habe ich mal wieder aufge. Was ist das? Was equippen wir uns? Ah, oh Range Master Bay, Bandagen ich grad, so rüberziehen. Ja, ich tu gerade Sachen in eine Weste rein, da hat auch irgendwie was reingetan. Hm? Wichtig ist, nimmt euch die Bandagen. Die habe ich mir angezogen, Jimbo. Du hast sie in meine normale Weste reingeschmissen. Rangefinder? Wollt ihr einen Rangefinder oder soll ich mal schnappen? Nimm dir einen Rangefinder. Du kannst einen Rangefinder haben. Passt. Don't need. Okay. Don't need that shit. Don't need that shit. Magst du wieder den H-Bar haben oder? Ah, hast du schon genommen, gell? Passt. Achso, unten den Rucksack zuerst mal einstecken, oder? Assault Pack. Hm, Granaten. Die schauen geil aus, Mann. Hm, ja, hab ich jetzt auch dazugegeben. Ich hab mir drei Stück eingesteckt. Das ist ein bisschen leichter ist und mehr Holo-Sides und so ein Shit. Der Carbon Barrel ist ein bisschen kürzer geöffnet. Ist Hauberl hab ich mir auch gleich aufgesetzt. Ah ja, genau, Hauberl. Gut. Worauf montierst du die Holo-Side? Ja, auf einer Rail, aber die hat die SDG nicht erst. Oh, Bloodpack und so Crap. Ich werde das alles einpacken. Ich nehme ein Bloodpack, ein Plasma, zwei Salin. Ich nehme noch ein Plasma. Weil die kannst du doch normal so jeden verabbrechen, oder? Plasma Packs. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Gibt's 30 Schuss kann ich mit. Oder nehmen wir die 42 Schuss. Soll ich das Holo-Set und die das Akku mitnehmen? Hm. Nimm da eins, ich nehme auch eins. Ja. Hast du hier beide eingesteckt? Ach, shit. Ich habe mein altes Barrel. Ist ja wurscht, du kannst aus meinem Rucksack rausfischen. Ich weiß nicht. Wenn was ist. Ich glaube nicht. Notfalls lege ich es am Boden. Notfalls lege ich es irgendwo am Boden. Ja, ah, ich hab mir jetzt auch ein Bloodpack, ein Salin und ein Plasma mitgenommen. Nimmt sie mir von dem mehr, so viele können es halt. Und in die STG passen auch diese Aug Mac? Ja, das sind nur die Aug Macs voll. Okay, und ihr habt gesagt, welche sollen wir nehmen? Die
Ja, egal welche, nicht die MP halt eben, ne? So, ich switch jetzt mal den Barrel und dann kann ich ihn rauslegen, den fucking Barrel, den brauche ich dann nicht. Er will mir die Mamuni nicht übernehmen. Wechsel mal die Barrel und dann hau die kleinen Max in den Sheet raus, wenn du es nicht brauchst. Auf die Standard soll ich es weghauen oder was? Das komische ist, er hat mir jetzt rechts oben angezeigt, wie viele Magazine ich habe, aber nicht wie viel Schuss pro Magazin. Und das sollte eigentlich auf dem HUD dort stehen. Das zeigt er mir jetzt auch nicht, das ist dieses andere HUD. Er zeigt mir kurz das Magazin unten mit Strichen, das was voll ist. Okay, wisst ihr was, ich pack gescheit ein. Bloodpack habt jeder. Plasma habe ich 2. Salin habe ich auch 2. Wie viel habt ihr? Ich habe ein Salin, ein Bloodpack. Ich habe jeweils 2 einstecken. Dann steckt ihr auch noch das eine Salin, das eine Plasma ein. Plasma kannst du jeden Fall abbrechen, wenn es kein Blut mehr sieht zur Not. Bevor du den Blut verabbrechen musst. Pack mal die Scheiße lieber komplett ein. Wie viele Nets habt ihr? Ich hab 3. 4. Passt, ich hab, dann nehme ich, nehm ich jetzt auch 3. Ich habe jetzt. Schnapp doch noch das Salin. 6 Magazine. Okay, nimm das Salin und Plasma. Ich. Oh, gut, das könnte man bestimmt gebrauchen später. Dann bin ich aber ziemlich schwer mit dem Scheiß. Ja gut, dann gib's mir, dann hau's wieder zurück. Sag's nur, also ich bin dann ziemlich schwer schon mit dem Scheiß. Ich bin noch nicht mal auf der Hälfte. Ich bin schon über der Hälfte, knapp. Vor allem in meinem drin. Ja, dann wechsel mal den Lauf aus. Hab ich schon. Und hau den Lauf weg, den brauchst hab ich du schon. Nicht. Und die Magazine auch, die 9mm. Hab ich auch rausgehört. Okay, passt. Ich habe jetzt nur noch die Fuck, was ist nur noch reinstecken? Was ist so schwer bist, ich bin noch nicht über der Hälfte. Ich habe 3 Nets. Ist was im Auto auch drin? Genau, 12 Magazine. Ein paar erste Hilfe-Kit, Leute, im im Ding. Gut, ich habe what the fuck? Ich habe jetzt erste Hilfe aufgehoben aus dem Auto und dann willst du Salin und so ein Shit, ja. Nein, ist gar nichts wird. Okay, gut. Ah, zu Morphium. Zu Morphium ja, wird. Passt, das brauche ich auch. Dann nehmen wir uns das. Schau, jetzt könnt ihr sogar schon im Auto nachschauen, was drin ist. Das ist geil. So. First Aid Kit. Aha, ich habe das First Aid Kit in mein Inventory gezogen. Er hat es mir grün angezeigt, dass er es rüberziehen kann und jetzt habe ich nichts drin. Ja, bei mir das gleiche. Oh ja, oh ja. Aber wo du Bandagen und Morphium gehabt hast, sind es mehr Bandagen und Morphium. Voll. Ja. Das ist auch Holosite und so Crap drinnen. Da ist auch die AK drin und das ganze Zeug, sehe ich. Welche AK? Was? Wo? Ja, die AK Su und die AK 12. Was? Wo? Sind noch da drinnen. Im Truck? Ja, die zeigt er mir an, soll ich sie rausnehmen? Warte, ich muss sie rausnehmen und wieder reinlegen, dann seht ihr es auch. Okay, achso, stimmt, ja. Das ja, war dieser Fehler, deshalb habe ich sie. Ah, jetzt sehe ich es. Extremst du? Na. Seht ihr es? Ja, ja, jetzt sehe ich es. Soll ich vielleicht wer die Cobra nehmen? Dann überlege ich beim Kasse. Nimm Schemek bestätigen. Ich nehme die Cobra mit dem Side, oder? Passt. Nimm dir den AK-12 lieber, die große, die hat mehr Reichweite, da kannst du das Holosite drauf schnalzen. Was ist das oder Cobra Side? Das ist für die AK-74er. Medikit. Ja, dann wechsle ich aber auch die Waffe. Ich nehme die. Medkit gibt's auch. Das ist dann mit Epinephrin. The fuck, an unexpected error. Blood, bist du das sind dann Bloodpacks dabei? Ich würde gerne die Max nehmen, Alex, und du switchst so schnell herum, dass ich nicht nachkomme. Nein, ich Max. Hab's raus, wieder. Ja, ja, ich sag's so. Ah, Jimbo, wenn du meine alte Steier mit dem Potter willst. Ja, die hab ich. Nein, ich hab mir die AKS genommen. Mit der habe ich schon mal geschossen, das Ding ist ziemlich zuverlässig. Ja. Gibt's keine AK Max mehr? Oh ja, warte, ich hab da keinen Platz gehabt, ich muss mir rein tun und dann. Okay, schick's dann auch mal wieder weil irgendwie. Und dann wieder ins Fahrzeug. Er zeigt mir an Live 1. Das müsste schon gehen. Du müsstest eigentlich. Ah, jetzt geht's. Alles klar. Die G3 ist leimend mit den. Mit dem Net Launcher drauf, gell? Ich habe mir jetzt die. Na, ich habe mir die AKS mit dem Ding genommen. Weil es gibt auch Granaten für den Net Launcher.
Jack, hast du irgendwas rausgenommen von dem Ding? Ich hab mir die AK-12 genommen. Okay, warte, dann habe ich da noch Max. Ey, ich habe 7 einstecken. Ja, ich habe jetzt noch welche reingekotzt. Ist ja wurscht. Ich habe 4 Morphium, brauche ich 4 Morphium? Ja, Morphium ist immer gut, wenn du verletzt bist. Und 8 Bandagen? Nein, ich brauche keine 8 Bandagen. Alter, das ist immer gut, glaube ich. Ich habe 2 Morphium, 4 Bandagen. Okay, ja, dann stecke ich mir aber noch Epipens ein. Dann habe ich Epipens. Die wiegen nichts. Ja, ich habe 4 Epipens, 3x Blatt, 3x Salin, 3x Plasma. Alles klar. Ich glaube, das ist immer gut, wenn man es mitnehmen kann. Okay. Ja, dann habe ich mir jetzt Ding genommen. First Aid Kit habe ich auch noch eins gesteckt. Zehn Bandagen habe ich. Die Bandagen wiegen nichts, die kannst du ins normale, in die normalen Klamotten reinstecken. Okay. Das habe ich jetzt auch gemacht. Na gut, dann mache ich den Combat Medic, aber schaut, dass ihr auch ein bisschen was habt. Ich bin beladen, auch. Alter. Ja, voll. Ich habe 8 Bandagen, 4 Morphium, 4 Epipens. 13 Bandagen, 7 Morphium. Ich glaube nicht, dass wir so viel brauchen. Ja, wer weiß. Besser mehr als zu wenig. Es wiegt eh nichts. Soll ich bei der STG bleiben? Ach, ich weiß nicht, man. Die G3 wäre auch kein Mini-Launcher. Magst du keinen Mini-Launcher nehmen? Nein. No. Okay, gut. Also, ich habe kein Interesse an dem Teil. Obwohl, kann ich da was draufschnalzen? Kann ich da ein Scope draufschnalzen? Ja. Die hat Reloaden. Dann teste ich das jetzt mal. Die und das ist ein One-Shotter, das ist ein 7,62er Kaliber. Wie eine DMR halt, ne? Na warte, ich schau grad, wie das Visier ist. Wollen wir angehen, Leute? Ja, ist wurscht, nimm dir das AK-74 Sight mit Holo. Zumindest. Na warte, die hat den Holo, ich schau grad, was die für einen Scope hat. Ja, schau mal. Oh, das ist ein gutes Scope. Okay, passt, ich hab die Waffe schon. Scopes haben wir doch keine. Ich hab's gescopes. Ist ein Holoset drauf. Ah, was benutzt die für Munition? Ah, ich hab schon gefunden. Die 762 G3 Mag. Komm schon. Ich hau noch ein paar rein. Und die legt er wieder zurück. Bitteschön. Alles klar. Steck ein, was geht. 3 Stunden Vorbereitung. Eine halbe Stunde zu. 4. Voll. 5 Magazine. Ja, 6 Magazine, ich glaube nicht, dass Mathe, ich so viel... Warte, die Nates nehme mit, gell? Die Nates für die Dinger. Nates nehme ich, wie viel soll ich denn mitnehmen? Was geht? Für die... Ich habe jetzt 4 Nates genommen. Passt schon. Passt. Gehen wir's an. Gut, gehen wir's an. Ihr müsst direkt die Nates geben. Voll. Fix, man. Passt. Magst du das Isma schon K74 Side nehmen, für den Notfall oder nicht? Welches? Falls du einen AK findest. Ah, ist wurscht, scheiß doch drauf. Ich hab mir halt ein Holo. Abgeklickt, oder was? Ja, ich hab meine abgeklickt. Okay, die mit dem Pod. Ich frag mich, warum er. Oder nicht Fahrzeug? Nein, wir robben rüber zu den Häuseln und heizen. Ah, du hast ein Holo-Side drauf, kein Scope. Marco. Ja. Ich hab ja gesagt, ein Holo-Side. Na, das eine, was ich jetzt, das EOTech ist noch besser, magst du das nehmen? Welches? Das hast du hier eingesteckt, das EOTech Holo-Side. EOTech, das habe ich nicht gesehen. Du hast nur ein Red Dot jetzt drauf. Achso, das Red Dot, ja, das habe ich gesehen, aber das. Das MK17 Holoset, das ist noch besser ja, zum Schießen. Das hat mir nicht gefallen. Okay, das ist mir ja gut. Wenn ich nur Windows-Taste drücke, geht das jetzt. Ich glaube, Jimmy, ich glaube, hier können wir noch gekniet bleiben. Na, halt, ich sehe schon. Ja. Was für eine Distanz? Ich sehe zwei wieder. 300 Meter. Über 300 oder 300? 301. Ja, ich glaube, bis zu dem Stein da vorne können wir chillen. Moment mal, du kannst die AK. Hat die etwa einen Bipod oder what the fuck? Okay. Achso, nein, dann liegen auf dem Boden. Ja, ich bis, weiß hier, nicht, bis hier sehen sie nicht einmal was. Irgendwas steht der Range. Aber warte, ich hier, aber hier. Was habt ihr gesagt? Hier habt ihr das letzte Mal. Von hier haben wir das letzte Mal geschossen, oder? Ja, stimmt. Ja, ab hier lege ich mich hin. Ab hier lege ich mich hin und da können wir ein bisschen weiter vorgehen. Ah, da vorne ist noch ein schöner Stein. Da gehe ich hin. Jetzt mach nicht so viel Liebe mit den Steinen.
Alter, ganz ehrlich, was ich mit dem Jack gespielt habe, was dieser Stein mir das Leben gerettet hat. Ich weiß eh. Nur Spaß macht. Gut, am Anglehnt am Stein noch. Ah, sieht er noch weiter vor, oder? Das sehe ich's nicht. Sag's euch, die kriegen da nichts mit, oder? Fahrt, Jack tot. Ja, ich hätte mich auch weiter hinlegen vorne. Die kriegen das bis hierhin, glaube ich, nicht richtig mit. Boah, nein, ich muss das Gras hier platt drücken. Geht auch scheiße. Ja, können es wirklich ein bisschen weiter vorschleichen. Oh shit, gehen wir wirklich so weit vor. Aber von hier schießen wir. Ich renne hinter den Bäumen. Oh, tu nicht rennen, geh geduckt. Nein, geduckt. Aber hier liege ich komplett offen, wenn die jetzt schießen. Die sehen hier nicht hin. Also auf mich haben sie keine. Auf mich haben sie keine Line of Sight. Deiner hat sich schon verdächtig bewegt. Verdächtig. Ich sage dir gleich, er öffnet das Feuer auf einen von uns. Melanski hätte er schon geschossen. Er ist höchstens verschwunden aufgefunden, aber das passt schon. Deiner geht eh urweit auch, Marco. Also, das ist wirklich ein starkes Ding. Die vom Jack auch, die ist super. Das ist ein Stein? Ja, das ist ein Stein. Das ist so vor dir? Na, rechts hier am Hügel. Das ist am Hügel, ist kein Stein, das ist Gras, Jakob. Gehst du schon los? Nein, ich liege schon wieder. Ich habe jetzt gute Sight auf die Öffnung, von rechts ein bisschen, ich bin ganz weit offen. Ich bin noch ziemlich weit hinten. Ja, ich sehe da immer nur so leichte Köpfchen. Was bin jetzt auch bei den Gipschen. Ja, ich brauche noch, bis ich vorne an der Kante bin. Ich sehe sie im Moment nirgendwo. Von da mal ein bisschen scheiß Sicht. Okay. Ja, na, ich sehe es von der Uhr schlecht. Ein bisschen aus von den Köpfen, das bringt gar nichts. Ich brauche ein bisschen mehr High Ground. Ich bewege mich von mir so ein bisschen landeinwärts, gell? Sehen Sie sie etwa gerade? Ich habe nur kurz ihre Köpfe gesehen. Ich brauche ein bisschen Highground. Wo seid ihr alle? Wo da ist Jack? Also hier wo ich bin. Wo ist Marco? Hier, nimm dir. Ist es? Achso, das bist du. Ja. Das ist ein Jack. Ich bin ganz rechts von euch. Ich bin ganz rechts am Strand auf einem Highground. Ich sehe doch nicht gut. Weiß nicht, Marco. Weiß nicht, ob du von da was geschaut siehst. Von hier, wo ich. Naja. Das Problem ist, ich sehe jetzt auch nur den Kopf aufwärts oder was, aber. Das bringt nicht viel. Oh, hinlegen. Ich sehe die Burschen gar nicht. Ich muss versuchen, ein bisschen Highground zu kriegen. Müssen. Bewegen wir uns ein bisschen landeinwärts, einfach nach oben zu den zwischen den Bäumen. Was landet? Können doch nicht. Okay. Na, die können nicht so kurz sein, Alter. Ich sehe zu der Stelle, wo sich das letzte Mal geduckt haben. Nix. Da können wir uns hinter den Bäumen auch verstecken, zu Not. Was mit Jimmy? Okay, ich schau von hier, wo sie sind, weil ich sehe sie nicht. Okay, von hier kann man gut reinziehen. Frage ist, wie viel siehst du von ihrem Körper? Ich sehe eigentlich hier ganz gut auf die Stelle hin, wo sie das letzte Mal umgefallen sind. Nur ich sehe sie nicht. Ja, sie gehen auch immer anders. Random. Scheiße, oder die Position ist immer beschissener hier. Hier ist gut, komm zu mir rauf. Leg dich auf diesen. Beweg mich. Da kannst genau zwischen den Büschen hinziehen. Okay, naja, das Nähtlauncher. Zur Not rennen wir rein und heizen wir mit dem Netz ein bisschen rein. Von das ist wiederum gut. Die Frage ist nur, ob sie uns irgendwie über den Weg laufen. Ja, ich sehe sie von der Pipi fein. Wo sind sie?
Einer geht gerade. Ja, ich sehe beide zwischen den rechten Ruine, vor der rechten Ruine rennen. Ist das Marco? Momentan sehe ich niemanden. Achso, du hast ja keinen Scope gerade. Momentan, ja, mit, Moment, ja, das Problem ist, ihr habt keine Scopes, das ist das Problem. Also ich habe schon, also ich sehe mit dem Holosuit von meiner Distance sehe ich super rein. Ich bin 100, 120 Meter entfernt. Da ist einen sehen wir, Marco. Direkt vor uns auf 330 circa. Warte. Beide sogar. Also sind sie bei der Öffnung oder rennen sie auf die Öffnung zu? Oder? Ja, ja, dann davor drehen sie immer wieder um. Versuch auch zu uns raufzukommen. Ah, jetzt sehe ich ihn, alles klar. Check, da hast bessere Sicht. Ja, wenn er auf der Öffnung ist, ist er ein gutes Ziel, glaube ich, oder? Hm. Naja, aber da siehst du auch viel zu wenig, Alex. Ja, da müssen wir ein bisschen weiter ran. Ah, von jetzt sehe ich's. Schön. Sagt mir, du brauchst nicht auf Kugel, du kannst es ja mit. Sagt mir, wie sie sich bewegen. Unterschiedlich, komplett. Nein, nein, ob ihr sie noch seht. Ja, wir sehen sie noch. Ich sehe es gerade nicht. Ich sehe sie. Seht ihr mich rechts? Ich bin vorm Stein am Low Ground. Hier sind nicht ziemlich viele Büsche, Jimmy. Ah, ich sehe dich, ich sehe dich. Alles klar. Schau mal, vielleicht kann ich die Bastarde wegnähen. Mhm, eben. Naja, Marco könnte sie wegnähen, hat einen Nähtlauncher drauf. Ja, ich habe ja die Näht so. Einen gescheiten Nähtlauncher, Marco, und die sind, das war's mit den Habschiss. Jack springt nur euch in die Luft. Wollen wir noch näher ran? Mhm. Immer wieder von deiner Position aus. Nicht von der, was? Von der Distanz. Wie schaut's für dich aus? Ich bin fast bei der Mauer vorne. Er zeigt mir die Meter nicht an. Er zeigt mir oben dieses 300 ist irgendwas anderes. Er zeigt mir auch an auf die Nähe. Also der Rangefinder bringt sich Nüsse, der ist irgendwie defekt oder so. Alex, ich geh näher ran. Hm? Ganz kurz. Ich schau kurz in den Konfigurationen, wie es mit dem Rangefinder ausschaut. Baum, der Scheißbaum. View. Ich sehe sie, wo ich bin. Ah, ich ja, sehe sie. Ich bin noch in dem Menü und ich muss schauen, wie ich den Rangefinder einstelle, dass ich. Keine Ahnung. Jetzt muss ich dann. Also müsste ich nun. Einer von ihnen steht einfach nur rum und der zweite patrouilliert. Na, vorhin sind es beide patrouilliert. Nein, ich sehe einen noch immer stehen. Okay. Er schaut in eure Richtung vorne. Und der zweite dreht gerade so eine Runde. Okay, siehst du beide? Ja. Ja. Marco, hättest du Schussfelder fingern von denen? Er geht gerade wieder raus mit dem Schussfeld. Warte, ich schau grad wohin der zweite geht. Wenn ich mich weiter links positioniere, dann habe ich ein freies Schussfeld. Ja, und dann krieg ich ihn lieber. Ah. Ja, dann krieg ich ihn. Jetzt geht der erste auch. Jetzt hat er sich losbewegt. Mhm. Ja, ja. Aber einen anderen Walk-Pattern, sie gehen nicht zusammen. Ja, ich weiß, sie sind komplett randomized. Behalt's im Auge, Jimmy, ich bewege mich hier viel weiter nach links. Ich werde auch ein bisschen vorkriechen zum Jack, weil dann kann ich auch mit Nates. Schauen, dass ich den ein bisschen Knecke gebe. Schau, du einfach auf Long Range und deckst, Marco. Und beim Firing Mode schau, dass du nicht auf GL bist, gell? Auf Grenade. Na, no, bin ich nicht. Okay, passt. Du kannst Einzelschuss Full Auto oder Grenade machen. Passt, bin bei dir, Jack. Gibt's mir noch eine Sekunde? Wenn ja, du da jetzt geradeaus raufgehst, so. Links von dem Bäumchen, müsstest du den einen sehen, der gerade hinterm Haus ist. Ja, ich sehe schon, ja, links. Ist er alleine, weil ich sehe den zweiten nicht mehr? Ich sehe ihn ganz alleine gehen. Ich sehe den Typen holen. Aber wichtig ist halt, wo dann der deiner ist. Ja, warte, ich schau gerade, wo der zweite ist. Ja, genau vor uns, genau vor mir.
Der geht gerade zwischen den Häusern. Und der linke geht's Richtung Marco. Achso, siehst du beide? Ja. Der andere geht jetzt nach rechts irgendwo hin. Der ist wieder weg. Wenn ihr wartet, bis der jetzt zu mir zurückkommt, dann können wir eigentlich. Der geht genau zu Marco, den könnte ich Urschon treffen. Ich könnte den Urschon abschießen. Magst du schauen, dass du einfach auf den einen auf Marco? Jack? Dann hole ich mir den bei Marco. Ich sehe halt keinen von ihnen. Das ist das Problem, das ich habe. Ich sehe ihn, er schaut genau gerade zu mir. Hoffentlich sieht er mich gerade nicht. Okay, da ist Nummer 1. Der andere ist ganz weit außen. Den einen, wie sieht es? Direkt bei Marco, links von Marco. Was? Ja, der steht dort von Marco. Links von Marco aus müsst ihr sehen. Nur weit außen. Siehst du den bei den Gebäuden? Einer steht. Wo steht einen der? Einen sehe ich gerade nach rechts gehen, aber okay, den passt. Anderen. Den linken, der ist da außen, den kann ich abknallen. Wollen wir? Ich stehe gerade niemanden. Aber ich stehe gerade vor mir, ich kann ihn abknallen. Siehst du den einen, Jack? Ich schaue, dass ich ihn in den Schussfeld bekomme. Warte, ich verabschiede mich für heute. Ehrlich, nur, der geht gleich wieder los. Ich bin fertig. User disconnected from your channel. Geht's? Ich warte auf Jack. Jack? Ich suche. Ja! Passt! Meiner ist down. Ja, Alter, ihr müsst sagen, wenn ihr anfangt zu schießen. Ich dachte, die zählen runter. Ich dachte, war go. Habt ihr den zweiten? Nix mitgeguckt. Ja, ein Schuss und sofort down. Warte, Jimmy. Hier liegt einer im Compound, das ist der eine. Wo ist der zweite? Der zweite ist da hinten, zwischen den zwei Bauten ist er. Hier? Säulen. Ja, da wo du bist. Passt. Auf den hab ich geheilt. Scheiße, wo ist der andere? Den anderen hab ich gekillt. Passt schon. Okay. Mit einem Schuss. Wie angefangen habt zu schießen. Das nächste Mal bitte runterziehen. Da ist er gestanden. What the fuck, der ist vor mir gestanden. Ich hab gesagt, der ist bei dir. Passt schon, hab ich nicht gesehen. Ich habe ihn voll schon im Visier gehabt. Wo ist der dabei? Map, Radio, Kompass. Magazine, Morphium, Knick. Granate hat er dabei. Ich hab noch ein Lederstück. Wieder das übliche Smoke. Nichts, das mich interessiert. AK-47, 3 Mags und die Weapon. Okay, passt. Morphium, das ist gut. Stecken uns ein. Passt. Na gut, okay. Dann gehen wir weiter, oder? Ja. Bin ready. Kommt's. Bauen hier keine Munitionskisten oder irgendwas? Nein. Alles klar. Sauber exekutiert. Vor allem bei mir wirklich nur. Wo seid ihr? Ich bin vorne am Eck bei der Straße. Ich hab den überhaupt nicht gesehen wegen einem Buschi. Ja, das habe ich ihm gemeint, der ist bei dir. Der ist so schön freigestanden. Hast du gesehen? Ich hab nicht mal Full Auto, ich hab genau. Das der ist links genau neben meinem Boost. Der ist links neben meinem Busch gestanden, den hab ich überhaupt nicht gesehen. Ne, war schon, ja. Der nimmt's Busch, Alter. Aber die SDG ist echt nice, muss ich sagen. Oh, die kann man wenigstens auf Single Shot stellen. Ja, fix. Und nicht Zero, okay. Okay, das heißt, du hast jetzt doch ein Hard oben. Ja, na, wenn ich F drücke zum Switchen, dann sehe ich es kurz, aber. Bei mir auch, das ist ja das Fade Out, das habe ich genauso. Ja, nur ich. Nur mit der SDG hast du es einfach gar nicht, weil du nichts einstellen kannst. Wie gesagt, die Anzeige für Ding wäre halt ganz nett. Oh, Alter, das schaut so nice aus. Na, das ist, glaube ich, in dem Modus, du hast keine Anzeige für die Munition. Nein, wegen Stamina, du Nob. Achso. Ja, gut. Ja, nur er zeigt die Munition auch nicht an, er zeigt mir die Max an. Ja, genau, das macht er bei mir auch. Ja, aber zeigt er dir auch an, wie viele Schuss du drin hast? Nein. Okay. Das ist eben der Modus auf Realistik, dass du nicht weißt, wie viel du drin hast. Bewegen wir uns wieder rechts hier über den Hügel. Alter, die AK schaut so nice aus von Jake. Leute, bewegen wir uns wieder rechts hier über den Hügel? Ja, passt, machen wir. Verteilt sich noch ein bisschen. Ja. Gib ihm in so eine V-Formation, oder? Das ist ganz gut. Gleiche Vorgehensweise wie letztes Mal. Versuchen wir da wieder raufgehen, auf den Berg. Ja, aber noch da ein bisschen vor die Büsche, oder? Ich hab keine Stamina. Kann nicht auch gesagt, so. Niemanden oben auf der Straße, also zumindest auf einem Stück von der Straße. Mhm. Bewege mich jetzt von Busch zu Busch, okay? Ich habe die Straße gleich ganz abgeschnitten. Wie ist GPS? Wie aktiviere ich das? M. M ist Map.
Dann Steuerung M. Ne, ich hab's auf der Map automatisch unten, da steht Chords. Ja, aber du kannst dir das GPS einblenden lassen, wenn du ja, Steuerung eben. M drückst. Na eben nicht. Versuch okay. mal irgendwelche Alt-Tasten und M. Linke, rechte Alt-Taste und M. Na, boah, da war Blitz vor uns, bist du deppert. Ich bin ja. auf der anderen Seite der Straße bei den Steinen, bei den großen. Bei Arma 2 war das doch mit irgendeiner Alt- oder Steuerung-Taste. Nein, es war Steuerung, Steuerung, M. Na, Steuerung, Steuerung, U. Was warte, war Jimmy. Das war nochmal GPS Alex in Ding. Da. Oh, ist aber das ist nicht Ding sowas, dass du irgendeine, entweder die rechte Alt-Taste oder die rechte Steuerung. Nein, Steuerung hast du gedrückt und dann ist es dir permanent eingeblendet worden. Das kannst du hier auch machen, das hatte ich letztens. Warte, okay, ich schau gerade in den Controls, warte. Controls. Ein Kompass doppelt inzwischen, dann kommt er zu. Ja, halbes Wieden. Da sind wir, Alex, bei den Steinformationen hier. Die Leute links. Steuerung M, drückst, Toggle GPS. Du? Ich habe für GPS sonst nichts, aber wenn ich Steuerung M drücke, zweimal ploppt bei mir das GPS quasi als Einblendung auf. Interesting. M wie Martha. Ja? Ja. Nö, ich habe nur, wenn ich auf die Map schaue, sehe ich GPS. Okay, so wurscht, man. Aber ich sehe trotzdem nicht, wo wir sind. Gepasst. Also wurscht, man. Wir sind hier aber richtig auf jeden Fall. Siehst du das rechts ein bisschen ja, da oben, die Steinformation? Ja. Da waren wir auf jeden Fall. Auf mit uns. Schau die ganze Zeit nur ein bisschen weiter rechts von uns, ob da nicht dieser Streuner auftaucht. Streuner? Was? Wir sind hinter mir, oder? Ja. Ja. Alles klar. Na, in der Linie. Da sind wir hier wieder bei der Steinformation. Also ich hinter der Stempel. Das ist perfekt, Mann. Ja, wir bewegen uns hier auf den gleichen Kurs wie das letzte Mal. Die Stamina könnten sie schon standardmäßig raufschauen, weil kein Soldat auf Gottes grüner Welt rennt mit so einem kleinen Backpack und einer Kanone 10 Meter und ist dann außer Puste, oder? Was, bergauf? Glaubst du? Naja, es geht nicht nur bergauf, du rennst 50 Meter geradeaus und du bist aus der Puste, ich meine, sorry. Naja, das, Berg, das, Berg, das Bergauf sogar lasse ich mir einreden. Ich mache hier bei der Steinformation kurzer Pause. Das, das Bergauf, das lasse ich mir sogar einreden, no problem. Schießt aber gerade. Nein. Das war Tastenanschlag. Okay. Also, diese AK-12 von DJ schaut die echt super. Sweet. Da geht, hab ich gar nicht gesehen. Das ist die ganz neue, moderne Kalaschnikow, die sie Russen haben. Mit Rail-System oben. Die schaut urböse aus. Und vor allem, die kann Full Auto Einzel und ein Burst. Ja, und ein Burst, ich wollte gerade sagen, ich habe am Anfang auch gedacht, so was. Der Burst ist bei der so schnell, du fährst, bevor der Rückstoß eintritt, du fährst sogar schon die drei Schuss raus. Da ist eine Straße oben. Ja, das ist etwas, wo wir letztens auch waren. Macht's nur vorsichtig, Leute, nicht, dass da Leute auf einmal. Schon mal so wieder rechts davon gehen. Ja, von dem Kamm. Hier, du meinst den Kamm rauf oder was? Mhm. Oh, was ist das? Na ah, okay, scheiße, ich dachte, da steht unten einer in der Botanik. Check, bleib lieber rechts, bleib rechts. Weiter rechts, ich glaube hinter den Steinen haben wir dann. Ja, ja, das war der zweite Checkpoint. Genau, passt. Ah, perfekt. Hier haben wir die Sandbags. Ja, komm weiter nach rechts, check. Ja, passt perfekt. Ja, dann bist du jetzt. Ja, bleibst gesucht. Also, da war diese Patrouille, gell? Ja, ja, aber sie die ist ja da ein ganzes Stück entfernt. Und vor allem sind die erst da nach 1000 Jahren erst hinterspaziert. Wer weiß, wo die jetzt gehen, ne? Ja, wo sind wir das letzte Mal hier rumgerobbt? Ja, ja, genau. Wo waren die das letzte Mal ungefähr? Oh, auf der Straße, oh, auf jawohl. Auf der Straße sind sie gekommen. Ja, das muss aber nichts heißen jetzt, gell? Ja, ja, ja. Aber wenn wir mal ungefähr die gleiche Position ändern. Ja, das ist da vorne, geradeaus. Der Stein. Bei diesem großen Stein, auf den ich gerade zurobe, da ist es. Bist du deppert, das wäre so nice, wenn er die Stamina anzeigen würde. Schatz! Alter. Gehst du noch in die Arbeit morgen, bevor du zum Arzt gehst? Was hast du frei? Nice! Das heißt, ich kann echt eine Stunde länger schlafen oder so. Jimbo, meine Stamina hat sich gerade so viel aufgeladen, dass ich zweimal kurz gestrampelt habe im Crouchen.
Und dann war's aus. Oh, der Blitz. Bist du der? Siehst deine Stamina endlich? Nein, aber ich, weißt du, ich hab gemerkt nur, ich drücke die ganze Zeit Shift und auf einmal sehe ich nur kurz so. Ja, na, schon wieder auf. Nicht, dann ist kein Wunder, dass die Stamina weggeht. Shiften wir nicht. Willst du ja Speedhacken? Nee, aber ganz einfach. Kein Wunder. Schaut doch geil aus, wenn ihr da vor mir geht, ich sehe wohl schon eure Rangabzeichen, schaut doch cool aus. Ach, da miss ich schon. What the fuck, was hat das gehabt? Bei mir ein Feedback, ich hab kurz nur den Sound draufgestellt, weil ich höre kaum Umgebungssounds. Okay. Jetzt gehört Christen. Okay, also auf der Straße. Ich reiß doch gleich was. Alex, ich hab G gedrückt. Nein, bist deppert. Aber schau, die haben uns das letzte Mal hier nicht gesehen, Alex, obwohl die erste Schlaufe von dieser Straße dann näher an uns dran ist, als dort, wo wir sie umgeheizt haben. Man, ja, aber wenn wir liegen und sich bewegen, sind trotzdem getarnt, ne? Schaut euch um, ob ihr die diesmal seht, vielleicht cruisen sie da wieder irgendwo in der Gegend rum. Was also, war das ein Blitz? Ja. Also ich habe ihn gerade da hinten einfahren sehen, in die Richtung. Passt auf, müsst ihr sie vielleicht links. Ah, hier ist ein guter Stein. Oh, da schaut er das so an, Jimmy. Standy und? Jawohl. Ich liege genau da, wo es beim letzten Mal war. Schaut mal mit Binoculars ein bisschen rein. Wie machst du das? Du drückst STRG und okay. Nach links oder rechts. Oh ja, das ist gut. Und jetzt schau, beweg dich nur nach unten. Beweg dich nur nach unten zum Stein. Zum Standy. Das ist so sweet als Zielverkleinerung. Versteckst den Körper hinterm Standy, oder? Warte, ich versteck meine Beine da auch. Ah, okay, aber du kannst die Binoculars so nicht verwenden, was ein bisschen blöd ist. Aber du kannst die Rifle benutzen, das ist ja wurscht. Das ist ja nur taktisches Schießen, ne? Ja, aber es ist halt blöd, dass du das den nicht gleich auch so mit den Binoculars um die Ecke spechteln kannst. Nein, das ist nur wirklich für einen Notfall. Und Jimbo, schau, lass uns auch machen. Warte, ich schau gerade mit den Binoculars, wo die Arschlöcher sind, die das letzte Mal oben am Ah, ich sehe sie. Echt? Wo? Die rennen gerade. Kompass? Achso, ein Berg meinst du oben, oder was? Warte, was ist Kompass nochmal? K? K, mein Zahn. Okay, kann ich nicht einblenden lassen, gut. Nein, nicht während dem Binoculars. Achso. Meinst du, welche Arschlöcher die auf 300, auf 300, 330 sind sie gerade und rennen dort den Wald entlang. Achso, die von die vom Berg oben, die sind aber irgendwie anscheinend immer in Agro-Mode. Die sind noch immer buggy, ich hab versucht die umzustellen, geht noch immer nicht. Zustand. Ja, aber Jimbo, schau, den kannst du auch machen. Was? Warte, wenn du so bist, einfach nur noch auf S, also wenn du auf S gehst und S. Warte, passt's noch auf. Wir sehen die Truppe noch immer nicht. Bist du hinterm Stein? Kannst nicht zielen? Drückst schon auf rechts. Aha, aber mein Holosight ist. Peils mal nach links. Ja. Nein, das geht nicht bei jeder Stellung. Die ja. Ist für Fahrzeuge, dass du ganz tief drunter liegst, du kannst dich durchziehen. Ah, ich seh sie. Kompass, warte, Richtung auf 320, 325 kommen sie gerade drauf. 325. Du siehst sie. Sie sind bei den Bäumen. Kurz vor hinter der Straße. Der Uhr nice gemacht. Was? Siehst du Jimbo? Das Bewegen abschimmer? Jimbo, siehst du's? Nein, ich meine das zur Seite lehnen im Liegen. Ja, das meine ich. Jimmy, siehst du sie? Ah. Auf 325. Nein. Schau über Kompass. Die Straße hinaus. Sie sind jetzt Open Range in der Botanik. Jetzt seh ich sie. Der erste ist schon auf der Straße. Da ist schon einer auf der Straße fast. Ja, lass sie noch näher kommen. Ich sehe sie von hier nicht. Alex, Jimbo, weiter zum Stein. Ein bisschen weiter links. Du hast einen Baum im Blickfeld, okay, ja. Komm weiter zum Stein, Jimmy. Ich will weiter weg von euch her, passt. Ich hab auf die 325 geschaut. Was war das gerade? Blitzeinschlag. Okay, passt, perfekt, Mann. Lass sie noch ein bisschen näher kommen. Okay, ich zähl drei warte, Targets. Warte, okay. Ich tu mal auf Single Shot umstellen. Meine ist auf Single Shot. Okay, dann will ich sagen. Oh! Ich hab doch Granite Launcher. Verkaufen. Okay, ich nehme den letzten. Ja, ich nehme den ersten. Ich nehme den mittleren, aber lass sie noch ein bisschen näher kommen. Aber zieht schon auf sie, falls ich sag nur, auf Go wird geschossen. Also, es gibt kein 1, 2, 3. Wow, der Blitz, hast du das gerade gesehen? Zuerst müssen alle sagen, dass sie ready sind. Ich bin ready. Also ja, ich bin auch ready. Bin auch ready. Fertig, Götte? Ja. Go. Und go. Dann. Wow. Ist der wirklich nur einen Schuss? Ah, der letzte bewegt sich.
Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht. Alles klar. Passt. Alex, ja. Du Noobschütze. Ich hab ihn getroffen, aber es. Go, go, gehen wir schnell hin, looten wir das und dann bewegen wir uns gleich weiter. Ich bleib hier liegen. Ich werde jetzt nichts machen. Ja, ich schau kurz hin. Weg ist er. Aber hat du das Video ausschüttet oder? Go, Alex, und alle drei Alex, fallen um. Alex, schaust du. Ich schau du deppert, der Blitz bei der Antenne, habe ich jetzt gerade gesehen. Ah, ja, da, das ja, Wetter ist bitter. Ich schau hinter uns. Ich schau hinter uns, die oben machen nichts, die laufen weiter. Ich sag nur, weil ich schau hinter uns. Ich glaube auch, das ist zu weit für sie, als dass sie das mitkriegen. Schau dir mal die Bandages an. Wenn du mir zuschaust, Schau mal. Ja, schau dir zu. Einmal links. Jimmy. Einmal rechts. Er hat halt die F2-Teil aus dem Camo. Echt? Ja. Ja, aber du hast ein. Er hat die FU-Camo. Kannst du das Scope abschnallen? Ja, stimmt. Das Scope wäre urgeil für seine, die er hat. Ja. Das wäre perfekt. Das ist nicht mehr das Scope für meine, oder? Fuck you. Marco macht da irgendwelche Dance-Moves. Aber schau dir das an, schau mal. Warte. Was hast denn die Beine so breit? Das heißt, du arbeitest Samstag wieder, gell? Schaut. Oh, schade, der Move frei. Zum Sitz. Das ist super, oder? Vor allem im Sitzen hast du so eine coole... Das magst du richtig ab und ist ja unstabil beim Schießen. Oh, das Scope auf der... Jimbo, passt. Ich schau wegen der anderen F2000. Irgendwelche Wünsche oder wirklich? Überraschung? Bitte ein Scope, Jimmy. Hey, wenn du so sitzt. Was? Scharfschützenposition. Diese Sitzposition. Ja. Vor allem, du meinst, wenn du so Beine überkreuz und... Dann hast du die Beine gespreizt nach vorne. Ja, schau dir an, wie ruhig der Scope ist. Spiel jetzt auf irgendeinen Punkt. What? Der hat eine 200er Round Trommel und ein RPG, aber kein Ding. RPG? Einstieg. Ja, ich. Ja. Hast doch Platz? Warte, dann komm ich runter. Deckungs, Marco. Ja, ja. Gibt's einen schnellen Waffenwechsel eigentlich? Ja, ja. Ja. Baklava, Olive, eine Sturmhaube, na dann. Pfeift drauf, unsere Hauben schon am lautesten. Ja. Mit dem Headset vor allem drin. Marco, wenn keine Gefahr mehr da ist, dann... Ich bin da etwas vorsichtig. Hat der Tactical Backpack mehr Slots? Nein, ich wollte weiß ich nicht. Wollte nur sagen, seid ihr morgen eventuell dabei? Bei Arma 3 Exil? Voll. Mein David, also mein bester Freund und ich spielen halt gerade auf einen keinen Zombie-Server, einfach nur aus dem Moment reinzukommen und das Ganze, ja. Okay. Ist halt ziemlich viel PvP. Okay. Und ja, derweil, grafisch ist gut, vom Dings her, es gibt nicht so viele Bugs anscheinend wie in Arma 2. Na, no shit. Ich sag jetzt mal vorsichtig ja. Mhm. Voll. Da, weil, wenn dann da hat man morgen, müsst ihr auch nochmal mit euch. Jetzt nicht böse gemeint, ja, aber auf einen ohne Zombies gehen. Was? Zum Eingewöhnen oder so. Oder ich geb dir gleich eingewöhnt, Peter, oder? Also der Backpack, den der hat, ja. Definitiv mehr Stress. Leute, Jimmy, kann ich da runterkommen? Oder? Komm runter und hol dir den Backpack für den großen. Ja, aber ich bin dabei. Nehmen wir schon. Dann, okay. Ich bin wieder unten, ja. Bis dann. Okay, Jason. Passt schon. Bist du wieder viel zu drin? Scheiß mich an. Alex, schau dir das Site an. Warte ganz kurz, ich weiß, was das fährt. Ich nehme den Backpack von ihm. Kann ich das Scope haben, Jimmy? Ich hab mir das Scope schon auf meine drauf gehabt, Alter. Oh, Alter. Das Zeroing. Diesmal schnapp ich es mir. Dann darfst du das große Stocke später haben. Schau, ob der einen großen Rucksack hat. Der hat High Explosive Grenades für den Grenade Launcher. Aber welches hast du? Das MK17 Holoset oder was? Mm-mm. Das Holoset habe ich runtergeschmissen. Das hier habe ich jetzt, schau. Warte. Das hast du gehabt, hast letztens. Ah, okay, das ist das urgeile Scope. Das ist wirklich süß. Was ich dir sagen wollte, jetzt wenn du... Wechsel mal die Waffe und während du die Waffe wechselst, geh einen Schritt, bleib stehen, geh einen Schritt, bleib stehen die ganze Zeit. Ja, das geht. Wie meinst du das geht? Das funktioniert. Das, was, dass du Waffe wechselst, oder? Ja, ich glaube, das ist die Animation, das steht sonst bei der Animation. So, ich geh jetzt einfach nur. Du kannst immer wechseln. Aber weißt du, so immer gehen stehen bleiben, das ist die ganze Zeit. Nein, geht nicht bei mir. Ja, bei mir geht's. Switch. Ah, oh ja, doch. Switch. Oh ja, doch. Switch. Bridge. Aber du musst es im richtigen Timing machen. Ach so, na keine Ahnung. Schau Jimbo, schau bei mir. Hey, was ist denn das?
Jimbo. Ja, bei Alex läuft jetzt irgendwas. Der Sweetie hat gerade irgendwas. Er hat keinen Kopf. Jimbo, schau her. Das hat er gemeint. Warte. Ja, warte. Ah, nein, warte, jetzt hat's gespackt. Jetzt. Was ich interessant finde. Ah, ich wollte nur wissen, RPG wie das so ist, wie damals. Ja. Du kannst nicht, wenn du die Waffe wechselst, kannst nicht währenddessen stehen bleiben. Ah. Auf uns geschossen. Ah. Auf uns geschossen. Weg, weg. Die Gegner sehen. Von wo? So. Was führt der an? Der Regentanz. Du hast voll gehört immer Einzelschuss. Wie ein Sniper. Geht ja, für die Steine. Das hab ich jetzt auch gehört. Ich lauf schon von den Schüsse. Bei mir ist nichts eingefahren. Haut's ab. Irgendeine Patrouille. Nein, komm zurück zu den Steinen. Das hat sich links angehört, also von. Das ist die Patrouille auf dem Berg drüben, glaube ich. Aber die muss ja komplett drüben sein. Bist du? Ja, es rennen sie wieder. Achso, das war wieder Blitz. Die waren das, ja. Siehst du was, Schmie? Das sind irgendwie Buggy, die rennen wieder weiter rauf. Das immer nur, wenn sie auf dem einen Spot sind. Ich glaube nicht, dass die geschossen haben. In die Richtung, in die ich gerade schaue, warte, das ist. Doch, die haben geschossen. Das auf 280 sind so Sandsäcke und so ein Scheiß. Oh. Wow. Ah, wer ist noch immer da vorne? Ich. Wollte schauen, das sind wirklich nicht die Typen. Das sind nämlich die anderen, die von uns schießen. Das ist ja auch gut, dass wir das von links kommen. Ja. Ja. Ich sage ja, auf 280, glaube ich. Auf 280, 290 hast du so Sandsäcke auf einem Hügel. Damn, Alter. Schnell rennen. Vor allem, das ist ein einzelner Schuss. Oh, neben mir ist eingefallen im Boden. Aber oh, richtig knapp. Ja, jetzt habe ich den Hall gehört von aber rechts, aber vom Hügel. Ja. Okay, hinterm Stein bin ich sicher, das heißt, es muss vorn vom Hügel kommen. Schaut mal auf die zwei Typen, die da immer herumspasteln. Ja, ich schau gerade, ob ich die irgendwo sehe. Spasteln rum. Das ist definitiv von dort kommt das. Was ist der für eine Rifle, dass der so. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Die Base rechts oben auf dem Hügel. Geht ein bisschen bergab und da sind so Bäume, die halt entlang gefadelt sind. Und irgendwann mal im Void siehst du einen Hochstand und ich bilde mir ein, dass ich da oben irgendwas sehe, was sich bewegt. Aber das sollten nur die zwei rumlaufen, glaube ich. Okay, ich bleib da kurz liegen, ich muss kurz pissen, bin gleich wieder da. Ich bin da in Deckung. RIP. Geht ein. Siehst du sie, Jimmy? Na warte, ich schau grad auch links von uns, ob da irgendwas. Der Backpack ist viel besser. Nein, die Base da sollte clear sein. Es ist wirklich dieser Hochstand da, oder? Oh, und wieder Error. Was Error? Achso, bei der Übertragung. Ja. Ja, mir jetzt gerade Steam auf Zeiten gehabt, also. So, bevor du es nicht bei mir zuschaust. Wo hat sich Alex versteckt, bitte? Jimbo. Ja, stimmt. Steam. Hat's auf Zeiten gehabt. Ja, bei mir ist Steam gerade offline. Ich hab gerade wieder die Message gesehen, so, ja. Ja, ich glaube, Jimmy, das ist, wenn sie uphill kommen. Das sind die zwei Typen. So, jetzt werde ich. Oh. Das sind die zwei Typen, Jimmy. Muss naja, aber die heizen nicht. Die sind ja, wie gesagt. Hast du mir eine Anfrage geschickt, bestimmt? Ja. Ladet eh schon. Okay. Junge, Bratan. Im Hochstand, habt ihr alles aufgehoben? Bratan. Timbo. Alles aufgehoben? Ja. Mit dem Alex hat der alles aufgehoben? Ich glaube schon, aber ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ich sehe nicht, wo er hingelaufen ist. Der hat sich hier irgendwo rechts von uns hingehockelt. Warte, dann gebe ich ihm einen Header und sage, es war ein Bot. Also. Bist du gelähmt oder kann ich den Kopf heraufsetzen, oder? Oh yeah. Komm jetzt. Bist du deppert echt, oder? Kannst gleich noch das mehr Header aufsetzen. Sweetie, oder? Ja, natürlich ist Sweetie. Wer soll's sonst sein?
gut. So, der Lach. Hirsch, habt ihr das gesehen? Das sind die Zweige von dort oben. Lauf mal weiter, oder zurück. Naja, aber wenn der Typ Alex, ganz ehrlich, wenn der Typ auf die Distanz hersemmelt, hätte ich gesagt, das sind zwei Leute. Das sind nicht die zwei. Der hat mich aber nicht getroffen. Die würden sonst ihre Patrouille nicht weiter entlang laufen. Versuchen... Oh, ich glaube schon. Ich glaube, die sind nach wie vor buggig. Naja, aber ich bin dafür, dass wir sie ausschalten. Ja, zur Uhr, oder? Ich schalte mich gerade in die falsche Richtung. Alter. Vor allem, die sind buggy. Die rennen uns nicht nach, sondern die rennen weiter Patrouille. Dadurch scheiß drauf. Habt ihr alles aus den Dingen gelootet? Mhm, ja. Lustig ist, ich hab die Rocket zwar, aber keine RPG. Ich hab nur die Rocket gefunden, das hab ich ja gemeint. Okay. Mir soll's wurscht sein, ich bin ready. Ich bin bei den Sendemasten. Ich komm schon. Das hat sich schon gehört vom. Ja, wo bist du, Jimmy? Bei den Sendemasten, Gogo. What the fuck, Alter, was läuft da vor? Ich seh ihn auch schon. Ich bin hinter dir, Alex. Also ich dachte, du bist aufgefallen. Nein, ich bin hinter dir. Deshalb laufe ich, aber ich dachte, ihr seid schon beide vorn. Nein. Ganz schön. Aber lauf genug, bitte. Du hast diesen Rucksack genommen. Ja. Achso, hat es keinen großen Rucksack mehr gegeben? Nein, leider nicht, also. Der andere kann. Wo bist du, Jimmy? Ich bin vorne beim Zaun, wo er durchbrochen ist, Richtung quasi zu dem Dorf, wo wir wieder die Typen wieder mitnehmen. Ja, ich weiß schon. Ja, meine Stamina ist aufgebraucht. Ja, bleibt hier kurz sitzen. Wisst ihr, was wir diesmal machen? Ihr beide bewegt euch wieder auf den Hügel, wo wir das letzte Mal runtergeheizt haben, so wie wir es gemacht haben, damit ihr ins Dorf heizen werdet. Ich werde mich auf den Lowground begeben und von links versuchen, sie zu flanken, damit ich die zwei Typen, die Streuner, erwische. Okay. Das haben wir schon mal probiert, Jimmy. Hä? Funktioniert nicht. Das funktioniert, Alter. Diesmal schon. Diesmal heize ich auch mit einer besseren Waffe und habe ein besseres Scope. Sagen, ich sehe endlich was. Die besten haben, die halten ein bisschen was aus. Ich bin jetzt wenigstens auf 300 Meter gezeroed mit einem Scope, wo ich auf 300 Meter vielleicht auch was treffe und nicht mit dem scheiß SDG-Ding. Kann man nur auf 200 Meter zeroen? Also ich tue mir nicht. Ich bin automatisch auf 300 mit dem Scope. Ja. Dann, weil ich kann meine nur auf 200. Ja, das liegt an deinem Red Dot. Wenn du es runternimmst, kannst du es zeroen, wie du magst. Aber kommt mal her, schau. Aber dann zielst du. Seht ihr da, wo ich gerade hingehe? Auf den Highground, von dort, dass ihr runterheizt. Ich meine, der Stein hier ist okay, aber auf den Highground ist es urscheiße für sie raufzuheizen, weil du brauchst nur kurz zurückrobben und du bist out of range und kannst noch immer hinschauen. Wobei, da wollte ich ja hin und dann haben sie einen Header verpasst. Achso, na, ich bin schon hier oben gelegen das letzte Mal. Ich bin hier oben gelegen, weil ich links gesehen habe, weil ich links auf den Hügel runter sehen konnte, wo die zwei Idioten patrouillieren. Dass das einfach nur Pech war. Na eh. Außerdem, jetzt können wir uns healen. Ich meine, den Header wieder nicht, aber... Schau, du siehst von hier super runter. Warte, von da, wo ich jetzt stehe. Bin ich genau an die Kante, Jimmy? Nein, bin ich eh nicht. Ich schaue nur so, dass ich quasi aus Third Person drüber sehe. Kommt's hierher. Schau, von dem Hügel hier siehst du perfekt an allen Bäumen vorbei, wenn sie im Compound drin sind. Du müsstest sie halt nur treffen können. Ich leg mich schon mal hin. Ja, ich auch. Okay, kommt mal kurz her. Hockelt euch mal auf und kommt mal kurz zu mir. Nur, dass ihr wisst, von wo ich komme. Na, man sieht sie ganz gut von da. Seht ihr diesen Hügel da links von uns, den kleinen Vorsprung? Ja. Wo die Straße dahinter verschwindet und dann diese S-Kurve macht. Ich werde um diesen Hügel links herum circlen, dort wo diese quasi wo er die S-Kurve gerade macht und von dort auf die Typen zukommen, weil die kann ich dann weit genug vom Dorf ausknipsen. Die Frage ist nur, wo sind die zwei Typen da? Ich habe mir gerade eingebildet, ich habe sie unten gesehen. Weil sie machen genau bei der S-Kurve, machen sie einen Stopp mit ihrer Runde. Der Hügel da, wo ich jetzt war, ist scheiße. Da ist zu viel Gras drunter. Der Donuts. Okay, ihr solltet mich jetzt gleich links auf dem Hügel sehen. Oh, ja, die Position, die ich jetzt habe, die ist gut. Leute, hier sind auch Steine. Und hier sind wir nochmal um einiges näher dran. Warte. Oh, Jimbo, hinlegen. Ja, na, sie sehen mich nicht. Ich bin ja noch nicht mal über der Leiche. Ich würde aufpassen, Mann.
Ich würde echt aufpassen. Okay, die zwei gehen gerade hin, gell? Also einen, hier sind Steine. Und von rechts kommen sie auch gerade. Hier sind Steine, Alex. Leute. Alex, ich bewege mich jetzt auch weiter nach links. Da sind, Jack hat recht, da sind Steine. Okay, aber sie kommen gerade alle so, wie wir es brauchen. Ja, aber wir fangen noch nicht an zu schießen. Ja, also von hier hast du ein gutes Sichtfeld. Ich bewege mich vor, Jimmy. Warte. Nein, ich schau nur... Stimmt, die Steine sind Bombe. Ich bewege mich da zu diesem Stein vor mir. Die zwei Idioten scheren gerade wieder aus. Bleibt ihr da liegen. Von dem Stein, wo ich gerade lieg, siehst du nämlich schön ihre Laufroute fast ganz ein. Habt ihr den Stein gesehen, wo ich hingegangen bin? Auf, also geschossen. Hinter mir. The fuck. Von unten dem raufgeschossen. Was? Nein, ich hab's von hinter mir gehört. Nein, dem hab ich auf mich geschossen, weil jetzt hab ich mich versteckt und sind weg. Irgendwo hat mich einer gesehen, Mann. What the fuck? Sie reagieren aber alle schon. Sie reagieren alle schon. Okay. Open fire auf alles, was ihr seht. Und zählt die Leute. Mach mal. Einer ist down. Oh nein! Ein Treffer. Kann ich mich bandagieren? Komm. Ja, ich bin noch am Leben. Ja. Geh in Deckung. Was hat das? Steuerung Windows? Genau. Pause. Triage Card. No entries for this Triage Card. Ernsthaft? Na, Triage kannst du nicht. Hast du nichts zum Triagieren, oder? Bist du deppert, Mann. Einer ist down. Ich habe auch einen vorhin erwischt. Boah, das hört sich hart an von Marco. Oh Mann, du hast Leuchtspurgeschosse, die sehen voll von wo du schießt. Fand da bei mir gerade ein, die Schüsse. Wie, oder? Wenn's bei euch einfahren, schaut, dass irgendwie in Deckung geht. Shit, Mann. Wie steht's bei dir, Jack? Ja, gut, ich hab mich bandagiert. Passt super. Dann holen wir den nächsten. Pass auf, Jimmy, dass ihr da nicht ein bisschen weiter links von dir. Oh, Wir werden uns gleich flankieren. Kommt das von links oder vom Dorf? Nein, die zwei Idioten rennen gerade wieder ins Dorf. Jetzt sind sie aggro. Achtung. Boah, das schaut urschön aus. Den Typen im Dorf habe ich erwischt. Das schaut urschön bei Markus. Der Tracer Bullets, der schaut so hart aus. Ah, da ist noch einer Open Field. Jetzt hin. Achtung, vor. Achtung, rechts auch einer, Marco. Kevin, down. Nein. Ich hab das Gefühl, die werden dich ziemlich weit schneiden. Rechts kommt auch noch einer. Vorsichtig, Leute. Zieht euch zurück. Schnell, wir sehen sie nicht mehr. Aufstehen, zurück zu dem Sendeturm. Ja, ich seh ihn. Ich kann das Feuer auf den Typen mehr eröffnen, aber der da läuft. Rechts sind welche gelaufen, die haben wir nicht mehr. Die sehen wir nicht mehr. Weiter kommt's. Ja. Passt, Marco, komm. Aufstehen, ich deck euch. Soll ich zurückgehen? Ja, taktisches Zurückziehen, die werden gleich uns flankieren. Wir müssen Highground. Links sind drei von ihnen auf der Straße. Ja. Ich habe freies Schussfeld auf sie. Ja, dann schieß, wenn du sie noch siehst. Marco zieht sich schon mal zu mir nach hinten. Und dann wird es sichern. Es kommt mindestens einer von rechts, nämlich. Den sehen wir sonst nicht. Versuchen Highground zu kriegen bei den Antennen. Pass auf, du rennst ihm so entgegen. Ich habe mich nur hier so hingelegt. Damit ich sehe, was da abgeht. Das ist immer nice, aber du hast Tracer Bullets gekriegt. Jetzt deine Position damit. Dann ist sowieso gut und sich ein bisschen bewegst. Die versuchen ganz links zu flankieren, aber ich sehe, sie sind Open Range. Ja, und rechts eben auch. Rechts eben auch. Der ist in den Wald hinein. Ich glaube, wir müssten rauf zu den Masten für Highground haben bessere Karten. Das ist eine gute Position, wo ich jetzt hier bin. Oh shit, oh Jack, shit, hinlegen. Komm zurück, Jack. Das Problem ist, ich schaffe es da nicht bergauf, ohne dass mich umhetzen wird. Ich geh da schon Deckung, geht schon. Ich schieß schon auf dich. Ich hab keine Stamina mehr, ich bewege mich gerade wie. Komm schon. Die letzten 5 Schuss sind immer Leuchtspur, das ist geil. Da kennst du, dass du keine Muni mehr drin hast. Das ist urleimend. Wo soll der noch einer sein? Deine Stun-Check. Jimbo,
Geh auf den Hügel, den ich euch vorhin gezeigt habe, wo ich war, und schau ganz nach links außen, dort rennen sie gerade rauf. Ich sehe sie gerade links rennen, zwei. Einen habe ich erwischt, die anderen sind vielleicht links. Also, ist euch, aber im Kaff ist keiner mehr, oder was? Nein, aber rechts ist einer zum Flankieren gelaufen. Schau bitte auf die rechte Flanke. Sie sind unten in der Botanik. Ich schieße auf die seine Botanik, schau auf die rechte Flanke, Marco, okay? Ja, aber ich sehe da niemanden. Ja, eben, das ist das Problem. Der ist ganz sicher da. Den erwischt ja nicht, oder der Hund. Wurscht, ich... Suppressing Fire. Versuch dich aufzuarbeiten, Jack. Da bist du, da kommen schon Stamina. Ich glaube, der kann mich nicht treffen, oder? Die sind ja weit mehr als 400 Meter. Und du kannst ihn auch nicht treffen, lass es einfach. Oh, er schaut ja nur. Na, der eine läuft eh. Komm schon, Alter, das kann nicht sein, dass ich noch immer keine Stamina aufgebaut habe. Muss ich komplett. Alex, ich mach Positionswechsel. Bitte? Ich mach Positionswechsel, ich stelle mich weiter links von dir hin. Was macht das? Ich bin fast schon weg. Ich bin schon fast links am High Ground. Perfekt. Rechts bewegt sich der nicht mehr. Habt ihr Leute im Visier oder was macht ihr? Ja, Alex hat einen, glaube ich. Okay, der eine liegt. Nein, er hat sich hingelegt. Oh, genau, die Leuchtspuren kennst du gut. Wo genau ist der? Ich seh ihn. Okay, passt genau Osten. Oh shit, der ist verschwunden. Hinter dem Hügel. Und rechts war noch ein anderer. Habt ihr die anderen zwei gesehen, die links rumgelaufen sind? Ich habe auf einen geheizt. Ja, einen habe ich erwischt und zwei sind noch links. Der eine läuft die Straße rauf, dann rennt in unsere Richtung. Ich habe mich da weiter rauf zur Antenne gehaut, Leute, okay? Komplett okay, ich glaube, ich habe ihn erwischt, er liegt. Ich habe ihn. Nein, er bewegt sich noch. Genau. Top Antenne, super. Achte bitte auf rechts, da ist ganz sicher einer. Ich bin jetzt ganz links. Seht ihr den Sniper hinten auf der Straße, oder? Ja, auf den Schießen. Das ist doch ein Scherz, oder? Der Haber da. Und der andere ist vor ihm. Oh, er ist down. Ich wow. Bist du aber das war ein Header? Okay, einer ist down. Einer ist noch links mindestens, der kommt zu uns hinauf. Und rechts ist auch mindestens einer noch, den ich gesehen habe. Oh man, zum Glück können wir uns erst bandagen. Das Gold ist. Ja, mich jetzt fast auf Seiten gehabt. Ich habe schon gesehen, wie der Bildschirm schwarz wird und auf einmal. Oh, auf uns. Ich schieße. So, er schießt auf euch. Wohin? Rechts oder? Ganz links. Ich sehe ihn. Siehst du ihn? Ich muss reloaden, Jimmy. Er ist aus meinem Schussfeld raus. Scheiß geducktes Laufen. Bist du das Jimmy da vorne? Ja. Also, ich treffe ihn nicht, ich zitter zu sehr. Ich ziehe mich hinter den Stein. Bleib hinter dem Stein, ich gehe weiter links, Jimmy. Schau nur, behalte ihn im Blickfeld. Problem ist, ich habe ihn nicht mehr im Blickfeld gehabt. Achtung, ich komme zu euch. Der ist direkt schon auf dem Hügel hier vor mir, Alex. Okay, Achtung, von rechts müsste auch einer kommen. Der ist da, dem Busch direkt vor uns, irgendwo drin. Okay, dann würde ich sagen, Marco packt ihn in den Launcher aus und heizt in den Busch rein. Oder warte, ja, ich wollte gerade sagen. In welchem Busch, Jimmy? Warte, ich mach schon. Ich ziele aber nach rechts, falls der Typ kommt, gell. In welchem Busch soll er da drin sein? Du bist ein bisschen da, vor mir. Warte. Da wurde die Nate gerade hochgegangen. Na, testen wir das mal. Ich hab die Grenade, den Nate Launcher habe ich gerade eingespannt. Geh runter 50 Meter nur. Ja, oh, der schießt. Ich reloade. Nein, ich hab. Fast Nate Launcher ist geladen. Das war jetzt gerade ziemlich. Du hast zu weit geschossen. Boah. Okay. Schalter 50 Meter. Ah, ich glaube, ich sehe seine Leiche. Unter 50. Siehst du Leiche? Warte, nicht. Warte. Okay, dann geht nur von rechts hin. Irgendwas sehe ich da, aber ich sehe nicht, ob es alle Leiche ist. Ich gehe da jetzt einfach mal ran. Mit die Koordinaten? Nein. Jimmy. Du hast schon einen Schuss abgefangen. Er hat sich aber eh wieder geheilt. Bleib hier, Jimmy. Warte. Was schon?
Okay, es waren insgesamt 8 Leute, es müssen wir mal runter. Ja, ich bin schon beim Busch hier. Ist er da irgendwo? Er hat schon geschossen, wenn er noch leben wird, oder? Aber liegt er da drinnen, oder? Nein. Okay, mach dich ganz klein. Beim Vorgehen. Er kann doch da nicht weggerobbt sein, bitte. Ich habe genau auf ihn geschossen und gesehen, wie er da nach rechts zum Busch rennt und dann ist auf einmal weg, der Hund. Von der Leiche müsste da liegen. Vorsichtig, Jake. Ich bin links von dir, Jimmy. Ja. Pass auf, halt auch rechts da, Alex, über den Hügel. Ja, eben. Trotz genau bei den Bäumen. Ah, unten im Dorf ist er. Einer. Er geht gerade ins Haus. Ich sehe ihn, ja, passt. Warte, ich leg mich hin. Den kann ich von da holen. Er kommt raus. Go. Warte. Fuck, leer. Reload. Ich glaube, ich habe ihn. Okay, nein. Ich glaube, ich habe ihn. Ich gehe näher ran zu dem Stein hier. Ja, du hast ihn. Er ist down. Habe ich ihn? Er liegt ja, halt ja. Komisch. Leute, counted the bodies. Hinten auf der Straße einer. Jimbo, bleib noch weiter oben. Warte, ich geh wieder High Ground. Pass auf, dass er nicht von rechts kommt. Ja, ja, obwohl, ja, das war vielleicht die Idee. Das kann auch gut sein. Vor allem ist, wir haben sie quer über die Map verteilt, oder die hohen Kinder. Ja, das war dieses, wir fangen einfach an und tak. Ja. Wurscht, durchkanten. Hier rechts sehe ich. Ich hier rechts niemand, verdammt nochmal. Im Dorf sehe ich 1, 2, 3. 3 sehe ich nur im Dorf. Da auf der Straße Serpentine ist einer definitiv, wenn ich von der Hüschatten Sniper mit einer Rakete, dann muss ich holen. Das heißt, das ist der vierte. Ich würde ja nicht mit den Binoculars einfach stehen bleiben, Alex. Ja, nein. Ganz ehrlich. Ich muss ja reinschauen. Einen habt ihr hier irgendwo erwischt, oder? Also 1, 2, 3 im Dorf. Wir müssen das durchcounten, so wie wir sie on the fly umnieten. Das ist echt bitter. Stimmt, man. Bewege mich runter zum Dorf. Beweg dich aber langsam, Jimmy. Und schau dir alle Bäume genau an. Ich schau schon links, rechts, ob sich irgendwas bewegt. Schau es halt auch rechts von dem Kaff die Bäume. Ja, hoch. Ja, genau, das meinte ich eben vorhin. Ich glaube, das ist gerade zurückgelaufen. Gehen wir langsam. Eins, also. Gehen wir ins Dorf, zwei, dann drei, vier. Eben einer ist Dorf ganz außen gestorben auf der Serpentinstraße. Das okay, Frage: Habt ihr jemanden außerhalb vom Dorf getötet? Ja. Ja. Einige von ihnen sind auch nicht mehr sicher. Das heißt, dann haben wir 7. Und dann fehlt noch der eine dritte. Der 8. Dann würde ich sagen, schnell rein, looten und Abmarsch. Ja. Nehmt euch ein Panzerabwehrgeschichtel und dann war's das. Oh, jetzt habe ich das gute Scope, Jimbo. Schaut euch als Sicherheitshalber. Hier gibt's halt keine Helme, verdammte Kacke, schon wieder keine Helme. Die wäre nicht schlecht, gell? Das Scope ist super, ich habe mein Scope da abgelegt. Ah, Jimmy, komm her, ah. Nimm dir die fette Kanone, die ich das letzte Mal hatte. Die hat auch dasselbe Scope drauf. Oder hast das Scope da drauf? Naja, was ist fette Kanone? Die ich dachte, ich habe eine fette Kanone. Oh, hallo, fette Kanone! Ja. Genau, Mann. Ich brauche irgendwas Gescheites. Okay, gut, ich hol mir da was aus der Weapons Crate. Oh, da gibt's eine Satchel Charge. Aber eine Satchel Charge könnte uns bestimmt helfen, oder? Moment mal, Jimmy, der hat eine 200 Round. Ja, das ist die fette Muni. 200 Schuss hast du in dem Ding. Hat er noch? Ah, er hat noch eine 200 Round Geschichte. Habe ich mir im Rucksack. Er hat zwei 200 Rounds. So immer ja, das war ja. Mehr als 400 Schuss, wir sehen nicht verheizen. 600 Schuss sicher jetzt aber, Jimmy.
Wie ist so deppert, dieses Teil mit dem fetten Scope. Tut mir nur den Gefallen und schaut, wenn ihr lootet, dass nicht alle immer gleichzeitig looten, weil wenn der Typ irgendwo auftaucht und uns jetzt einfach... Ah, Jimbo, hier ist ein Tactical Backpack, der große. Krieg die Satchel Charges hinein? Ja, Satchel Charges sind drin und Rockets 2. Nimm's da. Ich will mir einen Rocket Launcher holen. Der hier, bei dem Alex ist. Hier ist Alex, der Typ hier hat noch ein Scope, das ACO. Passt, hol ich mir. Rocket Launcher brauche ich auf jeden Fall. Ich sehe den letzten Mann von ihnen irgendwo. Aber Stufe 3. Die haben alle so schrottiges Zeug, ne? Ich bleibe an der Wand irgendwo. Ja, sehen wir hier. Ich schau schon die ganze Zeit drauf. Also da, wo der Alex gemeint hat, dass er wahrscheinlich hingelaufen ist. Aber irgendwie sehe ich nichts. Bist du deppert? Der Typen hier bei der Tür, den hat's fein umgerissen. Viele Max habe ich nicht mehr. Ja, bewegen wir uns. Warte, ich brauch den Nate Launcher. Jetzt gibt's was, der RPG 32. Irgendwer in diesem Häusl drin? Ja, in dem Häusl drin ist keiner. Habt ihr die Wappler schon? Ja, ich hab alles. Ich hab alles, was die RPG brauch. Hast du eingesteckt, Alex? Alex hat's. Ja, aber ich kann nicht zu viel mittragen, ich bin schon Combat Medic. Können Sie das RPG rühren? Ich kann mir den Rucksack nehmen von dem Typen. Passt dann. Kann ich nur das noch mit der RPG rühren? Moment mal, ich kann. Kommt schon, Buschen, wir müssen weiter. Ich kann. Moment mal, ich hab jetzt mir eine. Was? Ich hab jetzt diese kleine. Ich hab seinen Rucksack, hab ich in meinen Rucksack getan? Was? Was ist das bitte? Eventuell. Achso, die Central Charges, die hab ich reingenommen. Central Charges, okay. Ja, bewegen wir uns, bewegen wir uns. Warte, ich ersetze nur den Rucksack. Ah, oh, what the fuck. Hier sind die Rockets drin, Alex. Bei den passt, ich hab jetzt zwei Stück. Let's move. Warte kurz. Die Central Charges hau ich raus, Alex. Ja, gibt's da irgendwo was mit einer gescheiten Visierung oder so? Bindegrüde. Boden. Danke. Komm, Jimmy. Ich hau auch die Rockets raus hier aus dem Rucksack bei mir. Ich hab nicht mehr so viel Muni für die Steier. Soll ich mal die anderen. Dabei lass ich's mir noch, passt schon. Warte, ich tu mir nur die Muni, Jimmy, einstecken. Ja, ich weiß nur, es wird immer bitterer, je länger das dauert, weil wir keine Ahnung haben, wo der Lappen ist, oder? Und bevor es fatz geht und dann drei Leute. Ich geb Gas. Komm ab von da. Passt, ich bin ready. Hast du dir das Scope auch genommen, Alex? Nein, ich weiß nicht welches und wo. Der war's nicht. Achso, da, das ist ein Red Dot, was er drauf hat. Passt schon, lass mal. Nein, es war kein Red Dot. Das gleiche Scope, was ich und Jack hatten, hat einer von ihnen gehabt. Ja, das Red Dot. Nein. Achso, okay. Achso, ja, Red Dot schon, aber ich meine, es ist zum Zoomen, ist es viel besser. Mats, ganz kurz. Wer ist das Baby? Ich muss mich ganz kurz irgendwo hinlegen. Gibt's nur eine Minute, dass ich kurz. Oder eine halbe Minute. Bewegen wir uns da. Da bleib in der Ruine, Jimmy. Bleib in der Ruine. Alex hat sich kurz hingelegt. Ja, warte, ich leg mich hinter das Gebüsch hin. Bin sofort da. Kurzen Moment. Er sollte hier nicht liegen bleiben. Ja, jetzt ist auch schon zu spät. GG. Easy. Überleg, Jimmy, ob ich meine Pistole über Bord werfen soll. Was ist eine Pistole? Ja, die Pistole. Ja, genau das habe ich gemeint. Ob ich die noch überbrauche. Das passt, geht schon. Passt. Ich bin. Ich sehe hier, passt. Abmarsch. Ja, in die Richtung hier. Viel Stamina habe ich nicht mehr übrig. Okay, bewegen wir uns einfach. Da was geblitzt hat. So wie letztes Mal bewegen wir uns darauf, oder? In die Richtung. Ja, Jack ist hier weiter unterhalb. Ah, jetzt zeigt es halt bei dir an, Da Vinci. MG-Schütze und bei mir. Ich kann euch auch so sagen. Siehst du das? Hast du das gekriegt, Jack? No. Move there. Ah, move, ja. Nice. Ja, Jimbo, wo bist du? Regroup. Gerade aus dem Hügel drauf. So.
Ah, da bist du. Alles klar, alles klar. Hab dich nur kurz aus den Augen verloren. Wo's dies? Okay, ich habe insgesamt noch 5 Max für die Steige. Ich hab bei meinem Schatz habe ich 600 Zucker geladen. Nice. Also. Das heißt, du bist unser MG-Schütze. Gut so. Achtung da, Jimmy, weißt du, weil einer ist ja rechts hier ausgebrochen und ist jetzt der jetzt da irgendwo. Ja, ich denke mir eh schon die ganze Zeit, der streunert da vielleicht irgendwo in einem Land. Schau bei jedem Baum doppelt, weil die Typen lieben es, sich einfach hinter dem Baum, also hinter einem Baum zu stellen. Ich hab's vorhin nicht gesehen, wie sie es machen, die flankieren noch. Er schaut ursweet aus, ehrlich gesagt, also als KI, wenn's er schaut ziemlich... Naja, die KI ist schon ein bisschen retarded, sie rennen Open Range, um zu flankieren, obwohl wir den Highground haben. Ja, das ist so, weil ich viele eingestellt habe auf Skill-Level unter 50%, gell. Hätte ich sie voll high gemacht, dann würden die alle wie die ersten Kommandos vorgehen. Und das wäre aber zu heftig für die Mission. Nicht random, ein paar sind... haben Top-Wertungen, aber nur ein paar. Ja. Mach mal ein bisschen langsam, der Alex so, ist noch ziemlich weit hin. So jeder Zehnte ist einmal einer, der es halt drauf hat, und dazwischen die anderen sind so Mittelmaß bis unteres Drittel irgendwann. Weil jetzt eben die Rebels sind, ne? Und Accuracy ist auf höchstens 70% eingestellt. Deine Stamina ist im Arsch, Alex, oder? Ja, nein, ich hab den Nate Launcher. Ich rufe jetzt geladen. Ja, wie ich und Jack den Nate Launcher hatten, war das auch eine Katastrophe. Ja, aber den braucht man einfach. Nervt mich ehrlich gesagt, dass ich meinen Tactical Rucksack weggehaut habe, der schaut so scheiße aus, wenn ich im Rücken habe. Wurscht, man. Na, es passt hauptsächlich mehr rein, aber. Na, stimmt schon. Rennst du sie auf Third Person? Jetzt momentan ehrlich gesagt schon. Ja, voll aber, es, aber ganz ehrlich, es verdirbt mir irgendwie die Laune. Das ist unterschiedlich. Was? Das fährt bei erstem Mal rumlaufen. Ja, dann machst du halt auf First. Behalt nur die Gegend hinter dir ein bisschen im Auge, Alex. Mhm. Ich bin bei der Straße oben. Ich schau gerade eben. Jetzt dachte ich, sehe ihn, aber das ist ein Dreck gewesen vom Monitor. Zum Flankerl auf der, in der Distanz. Ist die okay. Waren doch auch welche, oder Alex? Ja, definitiv, Mann. Da haben noch welche patrouilliert. Nein, Mann. Ich sehe gar nichts patrouillieren. Also hier links runter nichts. Da sind diese scheiß Heiseln. Hier waren diese, hier waren diese Special Forces, diese Typen. Genau, vorsichtig. Da können wir uns auch schön equippen. Zumindest zwei von uns. Oh man, Combat Medic und Anti Tank. Es ist zu viel einfach. Kannst du vielleicht das nehmen, Jack? Ja klar. Wie viel hast du Ressourcen, Jimmy, schon? Weil du hast jetzt sonst nichts, oder? Weil du die drei ich bin eigentlich voll beladen mit Nades und Medic Zeug. Ja, ich bin auch voll mit Medic-Zeug, Uhr für Blut und... Ah, da rechts davon, oder? Ja, genau, rechts war das. Ja, nur passt halt auf, wir sehen da nicht gescheit hin. Nein, wenn wir hier in die Richtung gehen, wo... Ah, scheiße, Vater. Wenn wir Westen 290 ungefähr gehen, Jimmy, das ist dieser Hügel, wo wir oben gelegen sind. Ja, wenn sie dieselbe Patrouille haben. Die Route. Genau. Gehen wir einfach schon mal vorsichtig hin. Ich bewege mich da schon hin. Ich sehe sie. Auf 260. Wir sind nicht genau hinter dir, sagt sie nur westlich. Auf 260, ja. Westen. Auf 260 gehen sie gerade bergauf den Hügel rauf. Ja, ich sehe sie gerade nicht. Ich sehe sie. Du musst weiter links, Alex. Ich sage eben 260. Ich sehe nur einen. Also im Westen einfach. Ja, oder was? Ja. Er kriegt gerade den Hügel rauf zwischen den Bäumen da. Hast du einen Schuss für Jimmy? Er ist zwischen den Bäumen. Warte jetzt noch ab. Noch nicht schießen. Und er geht den Hügel einfach straight drauf, er kommt nicht zu uns. Ja, passt dann, vor allem in den Rücken, schauen wir, dass wir auf dem Hügel. Siehst du ihn? Genau, in die Richtung, die wir schon diese Bäume da direkt geradeaus. Siehst du ihn jetzt zwischen den Bäumen, Alex? Noch nicht.
Er geht gerade den Hügel rauf, er ist fast am Threshold oben. Wo ist der zweite? Uphill ist hier auf jeden Fall nichts, Jimmy. Ich schau gerade hier uphill, da ist nichts. Wenn nicht ganz knapp beieinander sind, 10 diese. Bringen sich diese Zahlen nichts, dann musste er sich wirklich auch hin. Ich bewege mich jetzt dorthin, wo er gerade war, Leute. Wenn wir ihm in den Rücken heizen können, wäre das umso besser. Ja, aber es müssen den zweiten suchen. Wo ist Alex? Hinter euch. Ah, ich bin hinter dir. Ah, schaut rechts, links und über den Hügel, dass der da nicht plötzlich drüber kommt, Leute. Ja. Ich muss auf jeden Fall den anderen Weapon von denen equippen. Immer bewegen wir uns auf jeden Fall weiter rauf, also schon ein paar Regeln dazu, aber bewegen wir uns weiter rauf. Die Frage ist, ich weiß nicht, ob er diese Strecke hier jetzt nach rechts durchläuft, zur Spitze der Straße. Ich fühle mich auf jeden Fall unwohl, so open, so komplett open. Ja. Ich bewege mich da zu diesem Stein jetzt hin. Vorsichtig. Hinlegen. Ich sehe am Hügel noch nichts. Ich krabbel über den Hügel hinaus. Bei dir ist nichts, Jimmy? Na. Jetzt sind sie in den Wald reingekrochen. Mal reinkommen. Naja, wir wissen, naja, das ist auch nicht mit Sicherheit. Bin wohl entfernt, ich nicht zu weit. Nein, ich schaue hier nur, ich sehe da zu dem Heisel. Ich sehe die Stelle, wo wir sie das letzte Mal abgepasst haben, Jimmy. Am Comanchen Doyle. Kann sein, das ist letztens auch in dieses Dorf ein bisschen links, also in dieses Gebäude reingegangen. Und dann geht die Straße wieder zurück. Soll ich hier bleiben, wo ich bin, Leute, um zu schauen, ob er hier kommt? Ja. Behalte mal eine Stelle der Map fix, also eine Stelle, den du gerade im Ausblick hast, fix und schau, ob du da irgendwie Movement siehst. Weil ich sehe gerade das Heisel, das da vor mir ist, und links ein bisschen die Straße und den Hügel dahinter und rechts auch. Mhm. Ich sehe auf jeden Fall die Stelle, wo wir ihn das letzte Mal genäht haben, Jimmy. Wo diese Kreuzung ist bei der Straße, also dieses Y. Das sehe ich auf jeden Fall. Und das letzte Mal ist ja die Strecke, die er gerade gelaufen ist, in die andere Richtung durchgelaufen. Ja, entfernt sich bitte noch nicht zu weit voneinander. Ich habe keinen Bock, dass da einer zwischen uns auf einmal auftaucht und uns einfach umwichst. Ist. Ich schaue hier auf den Spot. Boah, dieses Scope ist Bombe. Schaut doch immer wieder nach links runter den Hügel, von dem wir gerade gekommen sind. Ja, ich deck nach hinten ab den Hügel. Marco, deck du weiter nach vorne, ich deck nach hinten den Hügel. Okay. Uns aufteilen will, sonst schaffen wir es nicht. Es sind hier zu viele Bäume und Sträucher. Ja, der Wald ist für den Arsch. Der Wald ist extrem für den Arsch. Hinter uns sich mal definitiv nichts. Pass noch auf, Jimmy. Der Blitz, der immer wieder einschlägt. Der schaut urstweed aus. Ja, das Wetter ist halt armer. Das ist echt nice. Irritiert, dass das irgendwie nur einer ist. Oder dass du halt nur einen gesehen hast. Ja, dann kann der zweite nicht weit weg sein. Ja, nur er ist nicht vor ihm gegangen. Ich habe, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, war um ihn Luftlinie 70, 80 Meter war nichts zu sehen, weil er war noch am Lowground bis rauf. Okay, vielleicht ist er nicht gespawnt. Hast du die mit 50-50 wahrscheinlich hier eingerichtet? Oh! Ich hab geschossen. Oh mein Gott, es tut mir leid. Fuck, Mann. Super. What the fuck, es tut mir leid. Schaut in alle Richtungen. Schaut in alle Richtungen, ob da was kommt. Holy shit, jetzt ist bitter. What the fuck, I'm sorry. Wie ist das passiert? Ich dachte für einen Moment, einer von uns ist schon tot, oder? Ich auch. Nein, es tut mir echt leid. Scheiße, ja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir uns verraten. Hä? Jetzt haben wir die Position verraten. Ich hoffe, wenn wir uns da liegen bleiben, ist es nicht leiwand. Den Dinger darfst du nicht am Abzug halten. Von Marco, das ist eine Position verraten.
Marco, wechsel die Position. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin. Ich bin doch weit genug von dir entfernt, also. Ich bewege mich schon. Beweg mich weiter rechts, Alex, da wo der Stein noch ist. Fuck, das Problem ist, jetzt sind sie alerted. Jetzt es tut mir leid. Wenn sie nah dran sind, wenn sie ihr Walk-Pattern weggeführt hat, dann das sind sie da. Ich Idiot, hab meine rechte Maustaste mit dem Finger einfach nur geputzt, indem ich drüber fahre und dann fahre ich über die linke drüber wie ein Idiot. Hm, das habe ich auch oft genug bei DC gemacht, Alter. Ja, vor allem, wie du gerade auf uns gezielt hast, gell? Nein. Shit. Ich habe mich rechts bewegt, Alex, da wo ein Stein ist. Ja. Problem ist, die haben das sicher gehört und sind jetzt da irgendwie im Combat-Mode und jetzt wird's heftig. Das Problem ist, ich sehe da nicht in den Wald rein. Ich empfehle vielleicht, dass wir uns irgendwie wieder zusammenfinden. Ja, wir sind eh auf einer Linie. Schaut einer Richtung Kreuzung runter, wo sie das letzte Mal das Ende ihrer Schlaufe gemacht haben. Ja, ich sehe mal. Ja, da schau ich hin. Ich sehe es halt nicht, wenn der einer Ich habe hier auch gute Sicht auf den Hügel, den er raufgekommen ist bei seinem Walk-Pattern. Ich sehe ihn, er ist nicht in Combat. Perfekt, Mann. Er geht auf die Kreuzung zu. Perfekt, ich komme schon. Ich schau gerade, ob das noch einer ist. Gut, Kreuzung habe ich auch im Visier. Ich sehe ihn auch, ja. Es geht keiner hinter ihm und er ist nicht in Combat. Passt, ich könnte ihn von hier ausschalten. Wart kurz ab, dann noch, wart noch, kurz ab. Wart noch kurz ab. Vielleicht kommt der andere ein bisschen weiter hinter ihm. Ansonsten, sobald auf der Kreuzung ist, heiz ich. Kannst du auch auf ihn schießen, Marco? Ich habe freies Schussfeld. Also, okay. Wann immer. Ja, ich roll gerade in. Jetzt. Jetzt. Ja. Treffer, Mann. Sweet insta down. Aber von zwei Seiten, Mann. Spreadet euch ein bisschen und haltet es aus, schon. Cool bleiben. Ich hab mich in den Stein noch ein bisschen weiter versteckt. Das war der Blitz. Das nächste müssen wir abwarten. Genau wenn es blitzt, schießen. Dass keiner hört. Reloade? Ganz ehrlich, ich glaube der Typ ist allein gespawnt diesmal. Ganz ehrlich, der Alf ist gefährlich. Das war. Also während hin und equipt sich. Gehen hin. Behaltet mich nur im Auge. Na, Alex, also ich werde dann die Weapon krallen. Nee, ja, aber. Voll beladen wie ein Movie, warte, ja. Nein, komm. Aber wegen der Weapon. Ja, geht's, ja die Weapon, ich zu, ja die Weapon ist, passt dabei noch. Geht's hin, einer sichert, der andere belädt und ich bleib hier am Hügel liegen und schau, ob ich den zweiten sehe. Bleibt da und ich schau, dass ich mitnehmen kann, was ich mitnehmen kann. Schnapp dir den Helm. Night Vision passt nicht drauf und das ist ein unnötiges Gewicht. Wir haben's 7 Uhr. Behaltet es mich eh morgen. Alex hatte ich im Auge, ich schaue in die andere Richtung, ob ich den zweiten irgendwo sehe, auf demselben Walk-Pattern. Den hat urschön umgesammelt, Alex. Ja, ich wollte gerade sagen, der erste Treffer und down. Ich fand von zwei Seiten aber den urschön erwischt, bist du selber. Schau, wenn du auf P drückst, siehst du, wie viel wer abgeschossen hat. Oh, da bin ich und ich, wir haben Alex, 6. Eine AR-15. Mit Scope. Gut. Soll ich sie einstecken für dich? Warte, ich hol gleich. Geh mal. Check. Magst du von mir die Bazooka nehmen, dass du Anti-Tank bist? Weil ich bin schon. Drop sie da, ich hol sie mir dann gleich. Mein Rucksack ist voll mit. Ja, drop die Bazooka da und ich hol sie mir. Ich kann sie einstecken, Alex, du brauchst nicht runterkommen. Ich sag, dass da noch irgendwas ist. Okay, na dann bringst du ihn rauf und ich. Weil ich halt hier weiter auf. Ich mach auf Combat Medic, aber wir brauchen die sicher, weil da hinten war ein Fahrzeug. Das haben wir letztens mal gesehen. Naja, aber so viel Zeug Combat Medic mäßig brauchst du auch nicht. Ja, ich nicht. Ich hab. Oh ja, Combat Medic Zeug halt, ne, aber. Der hat ein gutes Scope auf jeden Fall. Okay, dann komm ich jetzt hinunter. Komm runter. Der ist halt ne. Check, was? Direkt oben auf dem Threshold vom Berg hab ich's hingelegt. Ich hol's mir. Obwohl andererseits, da sind eh auch andere Anti-Tank. Pass schon, nein, pass schon, ich hol mir die Bazooka. Dabei habe ich noch Munition für die STG, also es ist schon in Ordnung. Behalte die Gegend noch im Auge. Ich habe mir den Helm nur genommen, Alex, weil ich im G ziemlich weit vorne sein werde. Ist schon okay. Nächsten Helm schnappen wir uns einfach. Leg dir das
Night Vision ab, dann hast weniger Gewicht und dann kannst du länger laufen. Du brauchst das jetzt nicht. Okay. Deck mal da die Umgebung. Ja, ich bin hier am Hill und schau eigentlich links, rechts. Das einstecken. Ja, ich habe hier viele Nades, scheiß drauf auf das. Zwei, drei Stück, nicht mehr. Zwei, drei Stück, mehr als zwei, drei Stück brauchst du gar nicht. Oh ja, glaub mir, wenn es wirklich abgeht, brauchst du. Ich habe auch vorhin drei gespammt. Granaten, viele. Bewegt sich, Burschen. Ich sehe die sieben Zwerge. Ein Scheiß. Sie drehen gerade ihre Runde. Okay, passt. Ich habe gute Firing Sight of Sea. Nicht allein schießen. Nein, nicht. Ich sag nur. Ah, what the fuck? Hast du das Scope untergenommen von der Rifle oder what the fuck was? Machen nein, die? Alex. Ja. Hast du die irgendwie umgestellt von der Behavior? Sie aggron immer kurz und geben so kurz Gas und bremsen ab, so wie ja, die Zucken bei DC. Ja, ich glaube, das ist, weil sie auf... Es ist irgendwie buggy, glaube ich, beziehungsweise sind auf... Alex, gib nur Gas. Hast du? Sind auf Patrouille, also auf Aware. Ich schau mal, ob ich sehe, was die haben, ob sie wieder gleich equipped sind. Das Scope ist nice, aber... Also, was haben wir da? Ein gutes? Ja, das, was du auch drauf hast. Aber ob sich das so bringt... Die das ersten Scope ist Bombe, muss ich ehrlich sagen. Die ersten drei scheinen M4s bzw. irgendwelche ARs zu haben. Da ist der hat definitiv eine AR. Bist du's? Ja gut, scheiß drauf, ich leg die schon. M60. Und zweimal MP5. Du brauchst sie nicht. Habt ihr gehört? Einmal M60, zweimal MP5 okay. Und viermal AR bzw. MP4. MP5? Bist du sicher, dass du MP5 es schaut meinst? Aus wie MP5, die sind ganz kurz, das sind die Waffen. Alle Soldiers, die haben keine MP5 gehabt. Die Waffen schon ganz kurz, so, das ist die AKSU. Ich glaube eher, ja, das sind M4, so letztes Mal haben die auch laut das M4-Zeug gehabt. Die verschwinden jetzt gleich aus meiner Sight. Die machen eine fette Runde. Wir müssten ihnen eine Trap Lane, dort wo sie patrouillieren und sie dann mit Nades Insta weghauen. Wenn wir wissen, wo sie genau patrouillieren, können wir das gerne machen. Also die Strecke, die sie jetzt gerade vor... Oh, warte. Mach noch ein bisschen schneller. Okay. Ja, sorry. Sechs von ihnen sind gerade weitergelaufen und einer ist kurz stehen geblieben. Ich bin kein Fan auf einer offenen Straße irgendwie. Ja, verstehe schon. Pass hier auf dich auf. Gut, okay, noch viel Combat-Geschichte eingesteckt. Smoke Nade, hau ich mir auch noch einer hin. Passt, okay, wir können... Alles klar. Oh, die ist nice. Wie steppert. Welches Scope hast du drauf? Nee, das hast du auch. Ah, okay. Alles klar. Go, go. Das Geile ist, mit dem kannst du auch zoomen. Das ist Steuerung. Ja. Rechtsklick und dann hast du eine Zoom-Option mit dem Ding. Ja, außerdem bin ich euch trotzdem leichter. Ich hab jetzt noch mehr Medic-Zeug drin. Scheiß drauf, ich bin komplett Medic. Aber du brauchst nicht... Komm her. Alter, wenn es uns wirklich hart erwischt, ist es immer ja, besser. Ja, bandagierst dich und gehst weiter. Ich rechne pro Gliedmaße eine Bandage, das sind 5 pro Kopf. Wie brauchst du Bandagen, wenn es sich blöd trifft, hast du gesehen, dass alles gibt? Frakturen, es gibt... Hört auf zu labern und bewegt euch. Oh, das ist so eine Scheiße, Mann. Ich habe urviel Morphium noch drinnen und Epinephrin. Ich habe urviel jetzt weggehaut von dem Scheiß, ich hatte 4 von jedem einstecken, alles komplett nicht schon. Ja, 4 habe ich gelassen. 4 im Kopf habe ich gelassen. Das ist super und ich bin komplett mit dem Medic, ich habe halt einen Rucksack voll damit. Das ist ja besser. Wo bist du, Jimmy? Oben noch immer am auf der Ridge. Okay. Das ist perfekt. Das dort, wo Alex die Panzerfaust hat, also gedroppt hat. Marco, ist das der Heavy Machine? Ah, da bin ich schon. Ich stehe auf. Ja. Kommt's her. Ich bin Medic und Jake ist. Kommt's mal her. Seht ihr in die Richtung, in die ich gerade schaue? Da habt ihr so Grünzeug, das sich so zu einer Schneise raufzieht, Richtung Wald. Ja. Seht ihr es? Mhm. Diese Büsche. Genau dort, wo die Schneise ist, dort sind sie gerade hinter diesem Hügel verschwunden. Sie sind von rechts oben von dem Satellitenball sind sie in die Richtung Richtung Wald gegangen. Himmelsrichtung circa? Du kannst ja schon durch naja, das Kompass. Himmelsrichtung, oder genau beim fucking Satellitenball vor uns. So. Er meint zwischen Kompass, 225. 220. Nein, eigentlich 200. Und 25. 10. Oh mein Gott. Ich weiß schon, was das ist. Ich weiß schon, was der Rangefinder oben anzeigt. Ah. Nicht die Meter. Die Meter funktionieren nicht. Aber er zeigt mit dem GPS 210, 208. Er zeigt die Kompass gerade an, genau. Naja, die helfen da nicht. Das ist der fucking Rangefinder. Ja, aber das bewegen wir uns gleich wieder. Rangefinder schon, also, das gehört. Okay, das sind eure Schritte. Ich dachte, da schießt irgendetwas gesilenced, Alter. Warte ganz kurz. Ich kann mir das normale Holoset auch draufschnalzen, glaube ich. Lieber, bewegen uns. Ja, ich laufe hier an der Ledge entlang zu dem Stein. Ich will schauen, ob ich den zweiten Cycle von den Idioten sehe. Also wie lang der ungefähr ist.
Braucht noch jemand das Scope, das ich drauf hab? Na, ich habe ein Super Scope. Ich habe auch ein Scope. Okay, weil ich hab das Holosight nämlich. Ich schau die ganze Zeit schon da, ob ich da irgendeinen sehe. Leute, passt auf, es könnte potenziell noch immer im Compound, sein. Um die Satellitenantenne unten sehe ich zwei, drei Arschlöcher stehen. Ich sehe die Idioten unten im Void nicht mehr. Die sind da God knows irgendwo unterwegs, oder? Auf ihr Fahrt. Die Frage ist, ob wir den Compound breachen können. Okay, vergesst es. Fünf Leute im Compound. Sechs. Sie patrouillieren in kleinen Zweiergruppen. Innerhalb der Sandsäcke. Der, also dieser, weißt du, dieser fetten Sandwürfel. Seht ihr? Den links den Tower. Vor der Satellitenantenne. Also vor diesem Satellite Ball. Ja, ich will mich jetzt mal hin und hinter schauen. Hinter dem Hochstand stehen zwei Typen, man sieht sie. Und rechts davon spaziert gerade einer direkt vor der Satellitenantenne. Nach rechts. Das ist knifflig. Ja, na vor allem sind sechs da oben. Die Frage ist, nehmen wir die gleiche Route wie das letzte Mal? Ja, nicht schlecht. Ja, dann machen wir das, go. Oder von links, aber da müsste man durchs offene Gelände. Von links durchs offene Gelände wird's bitter. Das wird down, definitiv. Vor allem dann kommen wir, weil links ist vorhin das Fahrzeug gestanden letztes Mal, also. Also wir gehen wieder rechts? Ja. Hier über die Straße und dann in die Richtung, definitiv. Wo ich da laufe. Alex. Ein bisschen aufteilen, ich weiß schon. Alex, du gehst ab jetzt als letzter. Sehr langsam. Weil du der langsamste bist und zweitens, weil du. Ich bin weil jetzt der langsamste. Ich hab die Bazooka abgegeben. Ich wollte gerade sagen, ich bin auch nicht mehr der langsamste. Medic. Ich wiege jetzt weniger als bevor ich sie aufkommen habe. Ah, Jimbo, du hast sie aufkommen. Ja. Ich würde sagen, Marco geht als erstes. Ja. Marco hat den Helm. Das heißt, mal, Jimbo, dann mach mal ein Päuschen. Er ist doch ein bisschen besser geschützt. Also geh über die Straße und mach mal ein Päuschen. Willst du mal kurz zuerst Steuerung und rein machen, gell? Ja. Mit dem Helm voran. Du kannst dich klein machen, wenn du dann rennst und wieder stehen bleibst, macht er sich wieder klein. Ja? Könnt sich gleich das einstellen, dann bleibt das. Wie? Steuerung und dann S drücken, bis er halt diese ganz kleine geduckte Haltung annimmt. Und wenn du dann nochmal weiterläufst, rennt er normal weiter und sobald du stehen bleibst, geht er wieder in die geduckte. Nicht liegend, kniend, die letzte. Genau, die. Kommt die Strecke, wo ich bin? Ja, go. Ja. Pass halt auf, da oben bist du gleich vor einer Kreuzung, vor einer fetten, die relativ offen ist. Müssen sie aufteilen. Die ist halt bitter, die Kreuzung. Ja, ich halt hier aus schon. Weil das Problem ist, wenn jetzt die sieben Zwerge vorbeikommen, werden die uns da sehen. Na, da gehen sie nicht entlang. Nein, aber sie sehen uns. Sie sehen uns, weil sie da Open Range laufen. Sie laufen da quer von rechts nach links am Wald entlang. What the fuck, die AR-15 die ist nur Einzelschuss, nicht mehr. Anscheinend, aber das passt eh. Shit. Ja, kein Burst und gar nichts. Mach langsam, Jimmy. Das ist bitter. Ich schau grad nur, was über diesem Leg dich da hin, rechts ist gleich ein fetter Compound. Nicht, dass dort auch was ist. Gleich rechts von dir, Jimbo, müsstest du sehen. War das nicht das, wo wir festgestellt haben, dass da keiner ist? Ja, beim letzten Mal. Ach so, stimmt, beim letzten Mal. Also ich bin mir sicher, dass da nach wie vor keiner ist. Wenn, dann kann so einer Sepatolin-Weg da das mit einbezieht. Also ich würde das nicht allzu sehr riskieren. Räumen wir da mal näher ran und sprechen wir da mal rein. Ich habe die in Straße. In den Compound? Oder was? Ja, in den Compound. Wow, what the fuck, okay, ich dachte für einen Moment, ich sehe, wenn der Fuß von einem Strommasten schaut doch komisch aus. Und ich dachte im ersten Moment, ich sehe da was, oder? Von der STG, die nur Full Autokan zu der, die nur Einzel, aber gut, Einzel ist eh okay. Einzel ist eh besser, ich muss sagen, die AK ist jetzt auch die ganze Zeit auf Einzel. Ist komplett Overkill, Alter, wenn es nicht. Magst du zum Compound zu mir? Wir könnten schauen, ob wir dort was finden. Hockel dich mal auf, gehen wir da mal langsam hin. Weil es ist langsam, ich deck euch, ja, geht's mal vor. Oh, warte, ich geh mal die Straße hier ein bisschen rauf, nicht dass das da von hier was kommt. Hier im Gebäude sehe ich niemanden. Soll ich kurz einspechteln? Ja. Dann bleib da.
Nein, ich komm eh auch runter. Komm noch nicht ganz mit, schau, dass du noch ein bisschen uphill stehst. Nein, ich schau, dass ich außerhalb alles im Rücktritt irgendwie hab. Ich hab eh noch den fucking Helm, also wenn da was ist, hau ich's um. Nur mit dem Helm, ich muss schauen. Warte, bevor du aufmachst, ich bin in Position. Alles klar. Got it. Warte, ich kann hier durch die Fenster schauen. Ich mach auf. Ja. Wie double tap ich das noch schnell, dass er läuft? Shift, zweimal. Hab ich, aber irgendwie macht er nichts. Wo? Alex, komm mal rein. Das ist mir zweimal weh. Genau. Komm mal rein und mach die Tür zu. Komm mal rein und mach die Tür zu. Hast du versucht? Ja, ja. Ah, du hast Ding wieder aktiviert, Alex. Voice kommt über. Gedrückt oder so, oder rechte Maustaste. Nein, ich robbe nur, damit mich da von vorne keiner jetzt umhört. Ich sehe aber nichts. Schließt die Tür wieder. Ja. Ich glaube, der Laden ist leer. Man geht ganz chill. Glaubst du es? Aber der Laden schaut eigentlich ganz cool aus. Ich schau mal kurz rauf. Bist du in die Türen, Alex, wieder, wenn du sie aufgemacht hast? Mhm. Weil du hast Fenster auf den anderen Seiten. Okay, gut. Pass drauf, Jimbo? Ja, ich bin schon oben. Der Komplex schaut ursweet aus, finde ich, oder? Mhm. Ist einfach die neue Schule. Schaut echt ursweet aus. Aber auch die Tapetos und so. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt nicht laufen kann. So, ich bleib mal hier kurz, ich muss aufs Klo, ich bin gleich wieder da. Ist alles leer. Fahrzeug? Nein, es ist Jack. Nein, Jack. Fuck. The fuck, what is this? Stell dich da irgendwo auf die Seite, Alex. Nur dass sonst da kann er durch die Fenster anfangen durchzuheizen. Warum kann ich nicht mehr laufen? Nur noch auf Shift. Du hast Direct Communication an. Ah. Ich sehe so einen Ton an. Ah. Das wird gespannt. Okay. Ich hab doppelt. Jetzt wieder normal. Trotzdem, ich kann nicht mehr laufen. Nur noch sprinten, sonst geht er nur. Ist aber, glaube ich, eh nicht verkehrt. Was? Dass er kann nicht mehr laufen, er kann nur noch sprinten. Aber er ist nicht schnell beim... Ansonsten gehe ich nur. Guck, Alex, wir gehen raus. Ja, was ist Sach? Ich kann nicht die ganze Zeit sprinten. Aber schau, hier haben wir wenigstens guten Zugriff, Jimbo. Wir gehen jetzt so rum. Gewicht hast? Nein, eben nicht. Aber dafür beim Sprinten geht doch nicht so schnell. Mach nur langsam, hier waren wir noch nicht, Jimmy. Ich übernehme mal ganz kurz das Gebäude hier. Ja, bist du deppert, die Gebäude schon echt sweet aus. Hier ist ein türkischer Ofen. Weiß, was warst du? So ein türkischer Backofen, aber so wirklich Stein. Der schon sweet aus. Go, das ist ja keine Sightseeing-Tour, Alter. Da müssen Leute liquidiert werden. Oh, schöne Plastikstühle wie in Jugoslawien! Da unten ist noch ein... Alter, hier gibt's überall. Ah, da unten ist ein Heisel, Jimmy. Ja. Schaut euch um in der Gegend, ob da irgendeiner patrouilliert. Ich schau die ganze Zeit schon. Okay, flankieren wir da ein bisschen weiter von rechts, oder? Das scheint passiv zu sein, da ist nix, Alter. Warte, was ist das da oben? Ich pack noch kurz die Binoculars aus. Mach das. Jack, was kann ich noch machen? Achso, ich dachte, das ist ein Haus, aber... dass du zweimal W drückst, schnell hintereinander, also einfach nur Double Tap und dann schauen, ob du dann... Das auch nicht. Auch nicht. Nee, das ist nicht. Hol dir keine zum Haus. Da ist nichts drin. Geil, wenn du jetzt bergab sprintest. Wollen wir uns da jetzt von hier raufarbeiten, Leute? Konterweg ist. Das war aber der Blitz, kein Stress. Warte, Jimmy, bevor du raufgehst. Nein, ich schau mich nur um, ob ich da am Hügel irgendwas sehe.
Ich bin dafür noch ein Stück weiter rechts, Jimmy. Nicht da, sondern noch weiter rechts. Mhm. Weil sollte nicht zu Open Range sein. Eh nicht, aber je weiter wir rechts, weiter rechts, so wie Spalt zwischen den Bäumen. Ja, nur da ist diese Open Range, wo der Wagen das letzte Mal runtergefahren ist. Das heißt, wir steuern direkt auf den Wagen zu, wenn er wieder dort steht. Ich mir, naja. Da vorne haben wir aber Sternformation, Jimmy. Gleich geht's fatz. Das Arsch, dass es dann bei mir mit dem Sprinten geht. Sagt man gar nicht. Was hört sie überhaupt? Ich sehe ich gar nicht mehr. Hm? Über dir. Ja, gerade so, siehst du mich? Hab ich kurz abgekniet. Ja. Knollen. Ab hier sollten wir dann robben. Wir sind schon zu nah dran und wir könnten direkt in ihren Walk-Pattern reinlaufen. Ich bin nur generell kein Fan, wenn ich in den Walk-Pattern von irgendwem reinlaufe, dass ich geduckt bin. Also ja, same here, aber... Weißt du, weil dann heißt es, dann gibt es kein Escapado mehr. Es gibt doch so kein Escapado, glaube ich, mehr. Wenn du wegläufst vor sieben Leuten, so wie die bewaffnet sind... Escapado! Bist du irgendwo weg. Steine? Na, oh ja, hier ein kleiner Stein, dahinter einen Busch, aber... beschissene Cover, weil du nicht rausheizen kannst. Weil du nicht siehst, vor allem. Ich muss mich kurz so. Ich muss mal hier kurz in den Buschi bleiben, damit ich ein bisschen so. Stamina recovern kann. Bist du deppert? Wenn es jetzt zu meinem Gauge kommt, sehe ich fast gar nichts. Schaut nur, schauen wir ein bisschen weiter rechts, Alex, weil darauf schaue ich. Man, der Sprint toggelt. Warte, ich muss es kurz einstellen. Slow forward, nein. Mach langsam, Jimmy. Das ist Ejection. Walker Run Toggle. W plus S. Okay, W plus S muss ich beides zusammendrücken. Muss ich kurz mal schauen. Was? W und S? Ja, W und S gleichzeitig drücken, dann toggelst du das. Ja, eh okay. Oh, strange. Ja, aber da kannst du nicht versehentlich drücken, das ist eine echt ganz coole Kommando. Immer kommt noch weiter rechts hin, wir sind weiter rechts. Ja, ich weiß, ich will aber nur sehen, wo die sieben Zwerge sind. Ja, aber eigentlich ziemlich gut überlegt, muss ich sagen. Gut, dann haben wir das erst. Also Leute, das nächste Mal, wenn ihr dann nicht einmal laufen seid, nur geht's, W und S gleichzeitig drücken. Toggle ist das. Wo bist du, Jimmy? Am Hügel schon fast oben. Rechts, links von euch. Warte, ich hab schon weißen. Ah, ich seh dich. Ich muss ein bisschen relaxen, kurzzeitig. Mach mal langsam, es ist eh gut, dass du ein bisschen weiter hinten bleibst. Ja. In die Richtung, wo ich robbe, Alex. Sag's ich sehe gerade auf die Straße runter, bei der Leitplanke. Kannst du ihn sehen? Ja. Ich sehe dann nichts. Muss man auch kurz Pause machen, Jimmy, bist du deppert, das ist... Meine Seite ist extrem beschissen. Ist die ganze Zeit unscharf werden. Ja, ja. Tu echt nicht aufstehen, Alex, bitte. Nein, das war das Stückel. Ich konnte nicht. Na, tu's nicht. Das war noch bevor ich über die Kante gekommen bin. Ich habe nur kurz aufschließen wollen. So. Auch bevor er überlegt hat. Hier ist eine Curve. Ja. Oh, ah. Da waren sie vorhin schon bei der Kurve, da sind sie rausgekommen. Teilen wir uns auf, Leute. Das Problem ist, wie traversen wir diese fucking Straße? Timbo! Ja. Einfach drüber, würde ich sagen. Nein, das Problem ist, nein. Von da oben sind wir auch. Ich räume jetzt auf die fucking Straße zu. Ich schaue einfach mal, ob ich links rechts irgendwas sehe, ob irgendwas auf mich anfängt loszuheizen. Haben wir Silencer? Rip. Nein, haben wir nicht. Shit. Was? Silencer haben wir gar nicht. Na, ein Silencer wäre jetzt Gold wert, Alter. Das wäre echt nice. Ich sag's dir, Jimbo, das ist ziemlich... Drin bei komm weiter zurück, Jimmy, komm weiter zurück. Wir sollten viel weiter rechts ausschlagen.
Das Problem ist, wir müssen eh so oder so, so fucking Satellitenantenne auf die Straße hier traversen. Nee, aber anderen Stelle. Das wir sie. Stimmt. Die Position ist ziemlich schwer. Wir haben gar keine Deckung. Stimmt. Da hinter dem Baum liegen. Bist du schon über der Straße, Jimmy? Jetzt gerade eben, ich robbe gerade in das Dickicht. Auf der anderen Seite siehst du mich? Ja, sehe ich. Oh Gott, bitte lass die Säge hier nicht vorbeikommen. Alex, ich geh jetzt kurz rüber. Ich sehe schon, ne? Geh jetzt kurz rüber. Oh, warte. Shit! Warte. Was? Ich bin schon unarmt. Sie sind über dir! Sie sind über dir, ich sehe sie genau über dir, Jimmy. Oh Gott. Kommen sie auf mich zu? Oh, sie gehen den Kamm entlang, bist du. Ich sehe es, sie gehen, sehen dich nicht. What the fuck, sie sehen dich nicht, aber... Rück zurück. Oh shit. Über. Oh. Marco, komm zurück. Ja, ich bewege mich zurück. Position annehmen. Die werden nämlich genau da bei der Ecke uns entgegenkommen. Kommen sie zu mir, bei mir raus, oder? Die haben dich noch nicht gesehen, sie sind genau am Kamm oben. Sie kommen genau über die Ecke, wenn sie da kommen zur Straße. Kommst du zurück zu mir, dann können wir sie mich... Ich robbe jetzt hardcore zurück. Du musst Jack zurücklassen. Shit. Ich robbe schon. Deine da stehen geblieben? Jack nicht zurücklassen, der wird gegessen, notfalls. Deine da stehen geblieben? Das Pferdl mitgenommen. Okay, sie ist auf die Straße, die werden gleich um die Ecke kommen. Und da können wir es dann richtig schön erledigen. Da muss Jack schnell zu uns kommen. Ich robbe schon hier ins Dickicht, for fuck's sake. Zu euch schaffe ich es nicht mehr. Das ist abgefuckt, wir haben gar keine. Ja, deshalb Deckung. Holen wir es. Ich habe Nades. Die müssen wir dann echt werfen, die Nades. Wir switchen auf Rauch. Nein, nicht Rauch. Wie switche ich Nades? Steuerung und G. Aber wichtig, halte Steuerung gedrückt, sonst wirfst du den Nade. Dann mache ich das jetzt lieber nicht. Ich habe ein paar Fragmentation Nades. Und anderen Shit, ich werde das dann einfach spammen. Mhm, passt. Dann mache ich das lieber. Problem Marco voll. Deploy den Bipod und hofft, dass sich hier uns entgegenkommen. Wenn sie uns hier entgegenkommen, sind wir Gulasch. Wir liegen auf einem Muggel, Alex. Ja, aber wir heizen auf die drauf, bevor sie noch anfangen können, auf uns zu schießen. Das ist sehr optimistisch. Ja, wir haben einfach den Überraschungseffekt. Wir haben den X-Effekt. Mm. Der letzte geht gerade vorbei. Wo? Okay, dann rücken wir ein bisschen also oben beim Baum. Immer bist du wieder bei uns? Ja, ich bin links von dir. Marco, nach hinten. Ein bisschen nach hinten. Ich hätte gesagt, wir scheren rechts aus. Ich sehe sie nicht. Aber wo dann sind gehen sie? Wir wieder runter. Sie sind rechts genau runtergelaufen oder was? Sie sind genau am Kamm, wo du. Du bist gelegen an der Straße und genau am Kamm über dir sind fast gegangen fast einfach. Okay, Jack ist hier bei uns. Marco, komm ein bisschen zurück. Dich sehen sie. Warte, verdammt nochmal. Hinterm Berg eben. Ah, nur ein bisschen, dass sie sich ziehen können. Und dann warten wir, bis sie alle da sind und sobald sie. Bis sie vorbeigegangen sind und dann öffnen wir das Feuer in den Rücken, verdammt nochmal. Sobald nicht sie direkt vor uns sind, werfen wir zwei Nades hin. Wir warten, sie an uns vorbei sind und dann spammen wir Nades und heizen auf sie, weil sonst wird's bitter. Stimmt, hast recht. Weil ich hab keinen Bock, dass die auch. Jetzt sehe ich wieder einen oben beim Baum. Seht ihr sie? Oh, warte. Bitte. Ich hoffe, sie kommen straight runter. Geht's noch weiter zurück. Noch ein bisschen weiter zurück, den Hügel runter. Okay. Okay, und ab jetzt nicht mehr bewegen. Check. Bleib so. Seht ihr sie? Nein. Noch nicht. Kompass? Oh, ja. Seht ihr sie? Ja, 160. Ja. Südosten, 160. Südost, okay, passt. Das sehe ich gar nichts. Ich sehe sie, ja, da. What the fuck, sie kommen hier runter. Perfekt. Ich weiß nicht, sie gehen auf die Straße. Schau, ob sie drüber Jack gelaufen. Warte mit den Nades, ich werf sie zuerst, weil die darfst nicht zu niedrig werfen, sonst haust du in den Boden rein. Kommen die auf uns zu? Weil ich sehe sie jetzt am überen Hügel ja, nicht mehr. Ja, links. Sie gehen links bei uns vor. Sie haben uns gesehen, er ist stehen geblieben. Nein. Vorhin ist auch einer stehen geblieben. Niemand hat uns gesehen, sie gehen nochmal weiter bei uns. Bist du deppert? Also da oben steht einer. Er steht. Kein Problem. Der wartet vielleicht noch ab und deckt die anderen. Da gehen sie vorbei. Oh, sie gehen da gerade schräg runter. Das ist geil, sie gehen runter, Leute, links von uns. Der steht noch immer dort, oder Jimmy? Ich schau, dass ich jetzt ab. Bis der, aber das sind viele. Ich sehe den Typen nicht mehr. Ja, ich sehe seine Weapon. Sie gehen aber noch. Wie viele siehst du, Alex? Wie viele? Ich weiß nicht, es waren glaube ich 6 oder 7.
Zähl mal durch, wenn du sie jetzt siehst, ob du. Weil ich glaube, ich sehe. Sie gehen nicht nach unten, Leute. Hä? Sie sind alle vorbei. Da, wo ich bin. Richtung Osten. Ost-Südost. Da gehen sie gerade alle runter. Wir können sie uneis meiern. Sie rennen runter. Zielst du einfach mit mir hinunter auf sie. Warte. Ich versuche mich gerade in Position zu bringen. Wo? Ich sehe nichts. Ich sehe sie auch noch nicht. Wo sind das abhaut? Aber da vorne. Immer nicht zu weit bewegen. Nicht zu weit bewegen. Sie gehen auf jeden Fall gerade irgendwo hinunter. Die können nicht verschwunden sein, bitte. Vielleicht sind sie wieder raufgezogen. Jimmy, nicht nein. Sie gehen. Siehst du die Richtung? Warte. Sie gehen Richtung 80. In die Richtung bewegen sie. So haben sich das letzte Mal schon bewegt. 80? Aber ich sehe da nichts. Ich sehe nur Bäume von der Null. Ich werde den jetzt nachspurten. Den müssen wir nachspurten, Rücken schießen. Vor allem, wenn sie unten sind, hören uns die oben nicht. Alter. Jimbo. Aufkockelt. Ist mir scheißegal, ich hole die jetzt ein oder unten Medi nieder. Nicht zu nah bei der Straße schießen. Da werden uns die anderen noch. Wir sind an der Straße, also. Sie meint ihr, warte, wir sind noch links runter. Jimbo, ich sehe dich nichts mehr. Ah, vor jetzt sehe ich dich. Wie schnell sind die bitte? Die haben ein ordentliches Tempo drauf, was? Vielleicht ist es eine Area, wo sie eher so durchlaufen, oder? It's a trap! Oh, jetzt haben wir wieder einen Nachteil, wenn wir nach oben laufen müssen. Schau, dass du, Jimmy, immer einen Baum rechts von dir hast. Zur Straße, also wenn du so von Baum zu Baum gehst. Dass du immer so quasi einen Baum rechts von deinem Arsch hast. Nicht, dass sie da... Jimmy, ich sehe dich nicht mehr. Ich bin vorne fast schon auf der Straße und ich sehe da nichts mehr von ihnen. Ja, weil sie auch links runtergegangen sind. Ist sogar eine schlechte Idee. Ich laufe wieder ein bisschen zurück. Ich sehe dich nicht mehr, Jimmy. Ich bin rechts von dir. Da. Bist du der, der gerade geht? Ja. Ah, die, hier ist unsere Steinformation. Ja, die sind da gerade drüber gelaufen, wie gesagt, über die Straße. Vor euch, oder was? Nein, ich sehe sie nicht, sie sind schon weitergelaufen. Die haben jetzt einen Cycle von circa 15 Minuten, bis sie wieder zurückkommen. Gehen wir zurück ganz zu Alex. Ganz ehrlich, Leute, ich bin dafür, dass wir hier bei den Steinen kämpfen. Nein, ich bin dafür, dass wir zurückgehen und einfach jetzt raufgehen in den Compound. Mhm. Die machen so große Runden, wir verschanzen uns einfach drin und warten, dass sie dann zu uns kommen. Dann gehen wir so von hier einfach rauf, kommt's, weil da hinten ist das Fahrzeug. Da waren zwei Guards vorhin. Am Highground, ja, irgendwo. Ja, die zwei Guards holen wir uns, dann können wir die gleich ausschalten. Na gut, dann go. Warte, ich sehe euch nicht mal. Die Straße entlang. Rauf. Mach's langsam, Leute, ich habe keine Stamina. Nicht nur du. Das wird so fail, oder? Da oben garden noch welche. Ich sehe nicht mal, wo ihr seid. Gut, einer ist gerade vor, oder? Ich robbe schon. Ich sehe nicht mal, wo ihr seid. Oben am Straßen. Gehst du die verdammte Straße entlang einfach nur, du Noob? Einfach die Richtung Auto. Rechts, Richtung links vom Stein ist eine Straße und dort einfach die entlang rauf. Okay, über die Straße robbe ich nicht. Ich bin drüber. Einer drüben ist, decken und der andere rennt schnell rüber. Genau. Ich würde drüber robben. Nein. Nicht, dass die euch sehen von oben. Decken. Okay, ich schon drüber. Passt. Wenn wir jetzt nur Schalldämpfer hätten, das wäre sweet. Achtung, da oben Patrouille noch. Schaut links, rechts. Ich kann mich hier nicht hinlegen. Ja, er ist drüber. Es ist zu steil. Schaut, dass ihr hier kurz Stamina aufbaut, Leute. Mach mal. Weil vielleicht müssen wir sprinten oder irgendeine Scheiße. Mhm. Hier gibt es kein Sprinten, hier gibt es Kämpfen und Sterben oder im Regen. Hinlegen, kurz abwarten. Nicht so nah, Jack. Da ist nirgendwo ein Loch im Zaun, oder? Wenn wir jetzt Pech haben, ist da nirgendwo ein Loch im Zaun. Oh shit. Es gibt doch so Zaun-Wirecutters, die habe ich nicht natürlich. Der Zaun ist nicht vollständig hier. Hier zu mir. Schaut wirklich links, rechts, oder nicht, dass da irgendein hohen Kind gerade. Mich beunruhigt, dass ich nicht weiß, wo diese andere Truppe ist. Ne? Die sind jetzt durch den Wald und rennen einmal um das, den ganzen Compound herum. Ich habe überhaupt keine Stamina. Okay. Passt.
Oh nein, der Zaun geht doch um den ganzen Scheiß herum. Ernsthaft? Ja. Und es sind zwei Zäune sogar, bist du deppert. Aber ich habe gesehen, dass welche über Mauern jumpen und so in Mods, also. Das ist glaube ich hier auch. Ich bin fast gar. Hier weiter links von mir, wenn ihr kommt, können wir direkt am Zaun sein, bei den Sandsäcken. Okay, gut, oh, wir sind hier überm Schießstand. Was? Überm Schießstand sind wir. Aber da ist keiner drin, okay. Das sind aber zwei gewesen, vorsichtig. Ja, die waren hinterm Schießstand. Kommt zu mir hier. Hier haben wir ein bisschen ich Cover. Ich geb schon Gas. Ja. Ich bin so fucking langsam. Ich hockel mich hier kurz auf, damit ich bessere Sicht habe. Seid ihr in Deckung beide? Warte ganz kurz. Kurz Stamina aufbauen. Ja, ich bin auch kurz. Ich muss da jetzt auch kurz stehen bleiben. Warte, check. Nein, ich geh nirgendwo hin. Ich will nur schauen. Ich leg mich jetzt auch kurz hin. Ich schau hinter dir, Alex. Passt. Gut, danke. Genau, immer nach hinten safe. Danke mal. Ich hab da ein bisschen vorms Eck, damit ich schau, ob ich was sehe. Da leg dich hier hin. Okay. Ja, ja. Okay. Oh, da unten ist einer! Holy shit! Einer? Mehrere? Einer. AR-15. Das sind unsere Pistols wirklich leiser. Ja. Ganz vergessen. Pistols ganz vergessen. Oh, das ist ein zweiter. Gleich daneben steht ein zweiter. Links von dem. Wo? Da stehen genau zwei Typen. Oh, oh, ich seh sie. Soll ich den Nähte runterwerfen? Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt... Die schlagen Alarm. Warte, was haltet ihr davon? Ich werfe den Nate runter. Sobald wir die haben, stürmen wir in diesen Compound rein. Das Problem ist, das ist eine Death Trap. Ja, aber der ist kugelsicher. Ja, aber da kommen wir auch nicht mehr raus. Ja, und sie auch nicht rein. Ja, eben. Wenn wir irgendwo narrow kämpfen müssen, haben wir die besseren Karten. Andererseits hier dahinter, wenn einer nach hinten blockt. Warte, trotzdem. Die schauen nicht. Ich schaue hier kurz um die Ecke, Alex. Warte, der eine schaut zum Rücken, sonst der andere schaut links. Bleibt da und haltet sie im Visier. Jeder einen, einer den linken, einer den rechten. Ich schaue hier ums Eck. Hier können wir rein. Kannst du dich dann wissen? Hier können wir rein. Da patrouillieren aber. Oh Gott, hier kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sag mir nicht, dass das die Truppe ist. Rückzug. Sag mir nicht, Rückzug? Dass das die Truppe ist. Warte. Cool, bleiben. Behaltet sie beiden im Visier. Wenn sie sich der mit Full Auto, der Rifleman und so, Marco, sich hin positioniert. Habt ihr die beiden im Visier? Können wir noch nicht. Ich kann nur nicht werfen. Nein, warte, was? Ich kann nur nicht werfen. Warte, was machen wir? Die kommen hier gleich ums Eck. Wie viele? 5, 6, 7, das ist die Truppe. Komm weiter zurück. Warte, ich schau, ob sie zu uns kommen. Kommt nicht zu uns. Sollen wir die Typen hier behaltet die anderen im Visier, behaltet die anderen im Visier, ich behalte dich im Visier. Warte ganz kurz, ich möchte ein Bild von dem machen. Sie stehen genau hinter uns, ja. Bewegen. Das ist eine andere Truppe. Das sind die zwei Milizen. Oh Gott, da kommen nochmal 4. Nochmal 5. Das ist die Leibgarde vom anderen General. Die gar nichts, wie schaut sie da drüber? Warte, die werden gleich weiter spazieren. Wie schaut sie drüber? Ich sehe da 11 Leute hinter dem Ding. Warte ab. Lass sie weitergehen. Habt ihr die anderen beiden im Visier? Nicht, dass die sich umdrehen und nicht wieder halten. Nein, die stehen die ganze Zeit, das passt schon. Wenn was ist, knie ich mich auf und exekutiere sie einfach. Sie gehen fix weiter gleich. Kann ich mir eine anrauchen? Oder? Ich rauche mir jetzt eine an, oder? Die Spannung ist zu groß. Wir sind viel zu nah dran, Leute. Ich habe nur Angst, dass die jetzt im S durchgehen und... Sie gehen weiter. Nein, sie gehen weiter. Perfekt. Sie bleiben überall länger stehen. Oh mein Gott, was hat der für ein Stocki? Alex, schau bitte rechts von dem. M60. Rechts ist nix. Sie gehen weiter, perfekt. Nein, die sieben Zwerge kommen nicht an uns vorbei. Das sind die sieben Zwerge-Truppe, sehe ich gerade. Nein. Die sieben. Das sind 5 und dahinter stehen 5 nochmal, die jetzt gleich dieselbe Patrouille laufen werden. Stimmt. Das waren jetzt nur 5 und jetzt kommen gleich die nächsten 5. Die stehen noch und schauen in die andere Richtung, weg von mir. Da, jetzt kommt er. Doch nur 5 Zwerge. Jetzt kommt er. Warte, bis sie vorbei sind, ein bisschen. Ja,
Wenn die weiter weg sind, könnten wir mit Pistols wirklich versuchen, sie auszuknipsen. Haben die Helme auf? Na. Bimbi, wir switchen nicht auf Pistols. Wenn, dann gehen wir mit dem, was wir haben, aber wir switchen ja, sie nur nicht auf Pistols. Wenn wir die zwei ausknipsen mit Pistols und die anderen sind weiter als, ich weiß nicht, 60, 70 Meter entfernt, hören sie es nicht. Shit, jetzt wird die STG mit dem Silencer. Also ich glaube, sie hören es. Marco, jetzt wird die STG mit dem Silencer gut. Ja, wer hat Pech gibt. Okay, zweite Gruppe ist gerade vorbeigelaufen. Ja, warte, lass es noch ein bisschen weiterlaufen. Ja, mit Pistols können wir es machen, es regnet. Was machen wir mit den zwei Typen? Oder wir öffnen den einfach hinunter. Warte. Den. Warte. Dem Link. Nicht aus. Ich bin tot. Nein, noch nicht. Komm. Out. Steh auf. Hab sie erwischt mit der Frag. Ich bin fast tot. Es ist rot alles. Ich kann nichts machen. Schwarz. Es wird immer dünkler. Oh. Es wird immer dünkler. Oh Gott, nein. Lass mich hier nicht zurück. Lass mich nicht zurück. Das Bild verzerrt immer mehr. Der Tunnelblick wird immer länger. Ich weiß nicht, wie ich ihn... Bandage mich und verpasst mir ein Bloodpack, irgendwas und bringt euch in Position irgendwie. Ich weiß nicht, Save Action Medic. Ah, warte, irgendwas habt ihr gemacht. Oder? Es wird jetzt nicht mehr schlimmer. Oh doch, der Tunnel. Es ist bereits vorbei. Es ist bereits vorbei. Medical Menu. Bandage oder einfach nur Bloodpack? Keine Ahnung, ich kann nicht dich bandagen, ich kann nur mich selbst. Das ist gerade das Problem. Hast du vielleicht irgendwo... Toggle Self? Ja, das ist es. Passt auf, dass ihr nicht umgeheizt werdet. Jetzt werden wir versucht, mich da zu retten. Ich bin noch da, aber es schaut nicht gut aus. Ich probiere es schon. Jimbo, coverst du eh? Ich versuche irgendwie alles abzudecken mit meinem... Bist du deppert? Echt, ich dreh mich um, ich glaube, weil ich die Pistole rausgezogen habe, hat das gehört. Schön. Weil ich habe die Pistole rausgeholt, auf seinen Kopf gezielt und in dem Moment dreht sich ich um mich schon fast auf. Rechts kommt er. Puh. Ich kann Jack nicht heilen, ich weiß nicht wie. Also wegziehen? Na, ich kann nichts machen mit dem. Safe Actions Medical. Ja, ich habe auch kein Menü. Jetzt zähle ich nur mich. Ja, lass mich zurück. Nein, Mann. Deck bitte noch weiter, Marco. Schau dich halt im Third Person um, dass da nicht um den Satzsack irgendwer kommt. It's over, man. Ich weiß nicht, warum das nicht geht, wenn ich auf Medical Menu gehe. Lass es Marco versuchen und cover du, vielleicht kann er es machen, vielleicht ist wieder irgendein Bug. Jetzt bin ich auf Medical Menu. Toggle Self. Es switcht nicht zum anderen. Wir haben ihn erwischt, den einzigen, den ich nicht beschützen konnte. Ich wollte gerade sagen, der einzige, den ich nicht beschützen konnte, war ich selbst da. hat gerade wer was bei euch gebrüllt? Ich glaube, mein Gehör kommt langsam wieder zurück. Ich habe ein bisschen Blut in den Augen, aber ist okay. Alex. Die wängen dich gerade. Wo bist du schon? In meiner rechten Brusttasche findest du einen Brief. Gib ihn meiner Frau. Tu dich aufkriegen, Alex. Die Fresse, den wirst du mir selber geben. Nee. Aber ich finde es interessant, meine Sicht bleibt konstant so verschwommen. Ich komme einfach nicht zu. Vielleicht musst du mir Morphium geben? Oder gibt es euch selbst? Ja, aber ich weiß nicht, wie ich es dir geben kann. Medical. Left Arm. So sagen, Alex, eine Sache noch. Das Passwort zu meinem WoW-Account lautet. Fuck you. Das gibt es nicht selber. Marco, versuchst du mal. Zu ihm. Gleich geht's weiter. Attack McCam, Attack McCam. Ich kann noch mal wegdragen, ich weiß nicht, wie ich das mache. Warte. Komm schon, lass mich wieder zu Bewusstsein kommen. Normalerweise musst du auf Medical. Es ist noch ein bisschen Blut in mir drin. Er lässt mich nicht anvisieren auf ihn. Ja, eben. Alex, nicht da mit dem Rücken schieben. Alex, nicht da mit dem Rücken schieben. Von wo, hinlegen? Hinlegen. Ich sehe nicht. Oh, von links. Ich bin jetzt auch erwischt. Nein, ich bin nicht da.
Von deiner Seite. Ich bin dead. Wirklich? Jetzt ich sehe keine Death Message. Alexander, was killt? Boah. Oh, Marco. Verlebt noch. Nice, Marco. Marco, der lebt noch, er lebt noch. Ich will was sehen, ich will was sehen. Dann stirb. Marco, perfekt, perfekt. Perfekt, das war's, das sind nur die zwei gewesen. Ah, oh, okay, der Tunnelblick wird jetzt wieder schlimmer bei mir. Marco, schnell, bandage dich. Das sind nur die. Ich hab Angst, mich aufzuhockeln. Bandage dich einfach schnell. Ja, ich wollte gerade sagen, mach einfach. Wie? Ich weiß nicht. Medical Menu und dann suchst du aus und du siehst das verletzte Körperteil und dann einfach auf Bandage gehen gleich. Schnell von hinten kommen sie, hinter dir kommen sie gerade. Dreh dich ich verbinde mich gerade. Einer kommt gerade von hinten. Oh mein Gott, dreh dich um, bitte. Er kommt mit dem MG, bleib so. Er kommt und jetzt. Jetzt kommt er, da wo Jack ist. Schieß. Oh, er hat mich. Oh, Alter. Ich höre ihn pfeifen. Ich bin tot. Doch, die Pistole zogen und schießt. Nein, lass mich am Leben. Hab ihn. Oh mein Gott, er lebt doch. Oh, noch einer kommt, Achtung. Er lebt noch. Wie hot ist das denn? So Jimbo, du schaffst uns schon beide da rauszuziehen. Bist du der kannst du den nicht drüber haben? Du musst dich nur aufhockeln. Nein, okay, jetzt kommt einer. Achtung, er kommt und... Jetzt. Boah, sogar wenn wir und noch einer kommt. Und jetzt. Jetzt. Jimbo, ich habe einen Pfeifen in den Ohren. Schieß, Jimbo. Ich sehe nicht. Er ist vorbei auf sieht den anderen Säcken. Er rennt nach unten. Oh, wo? Oh, von wo links. Ja, von links. Ich habe sie gerade gesehen. Der da bin ich geführt. Oh, Alter. Wir waren zu nah. Ich habe es euch gesagt. Wir ja, waren zu nah. Nur es sind zu viele. Wir können so viele nicht ausknipsen. Ob. Es ist okay. Das Problem ist nur, dass wir nicht geschafft haben, den Jack zu heilen und damit Zeit verschießen. Bist du deppert? Ja, bist du deppert? Wir sind beide tot? Ja. Ja, okay, weil ich liege noch da und blute und keiner exekutiert mich. Ja, dann. Und keiner exekutiert mich. Gut, Leute, ich bitte, dann dreh ich ab. Das war's. Okay. Nein. Doch, don't die it. Ich schaffe es noch. Ich rappel mich auf. Achtung und safe and exit. Nein.